Ich mach noch schnell einen Twitch. Langer, tiefer, immerwährender Winter liegt über dem Eiswindtal. Auril zieht jeden Abend übers Firmament, hinterlässt eine undurchdringliche Dunkelheit. Menschen in Angst und Sorge, ihrer Lebensgrundlage beraubt. So liegt es da, in der Kälte, in der Dunkelheit. Mutige Helden, folgt dem Ruf aus dem Norden, dem Grat der Welt. Stellt euch den Bestien, den Gefahren, befreit uns aus dem Griff der ewigen Nacht. Damit sind wir am Start. So, dann gucken wir nochmal eben, was die Julia da gerade für ein Moped hatte. So, was ist jetzt los? So, also erstmal, vielleicht die anderen haben ja die Pre-Show gerade nicht gesehen. Herzlich willkommen alle Leute, Freunde der Nacht bei den Schlachtenmütern. Wir spielen heute wieder Rime of the Frostmaiden. Ich habe heute dabei unseren Lars, der den Kyralon verkörpert. Grüß Darunter euch, haben wir die Lotte, die Lorca Graurock spielt. Und Hello. Ganz unten unsere Julia, die Tia spielt. Hallo. So. Der Henning ist heute leider nicht am Start, aber der wird wahrscheinlich nächstes Mal wieder dabei sein, auf jeden Fall. So, ich muss nochmal eben hier die Julia ein bisschen größer ziehen. So, Julia, was hast du? Du darfst dir irgendwie was extra machen und das war nicht dabei. Genau, ich konnte beim Aufstieg auf Stufe 3, sollte ich mir einen Archetypen auswählen, das habe ich auch gemacht. Und der ist aber dann nochmal unterteilt in drei Unterkategorien und die taucht jetzt hier nicht auf. Okay, dann muss ich mal gucken bei den Classes und du bist ein Ranger, ne? Ja. Eine Rangeress. Ranger. Rangeress? D&D Players Handbook. So, was hast du denn da? So, da habe ich dann den Hunter gewählt, also den Jäger. Warte mal, wo sehe ich das denn jetzt hier? Ganz unten. Ganz unten sehe ich das? Ja. Unter Main oder was? Ja. Deadly Hunter, Independent Adventures, Creating a Ranger, Quick Build, Class Features, Hit Points, Equipment, Features, Ranger Archetypes, Hunter. Genau, die stehen zwar unter Hunter alle nochmal aufgelistet, ja. Aber in dem Handbuch steht eigentlich, dass ich eine wählen muss. Auf Stufe 3 erhältst du eines der folgenden Merkmale deiner Wahl. Also dieses Hunter Spray Defensive Tactics Multi-Attack oder was? Hordenbrecher hätte ich genommen. Das ist, nicht Multi-Attack, das ist... Superior Hunter's Defense? Nee. Ich glaube, ja, hat er. Ja, das ist at Level 15. Multi-Attack ist Hunter's Level 11. Du kriegst nur Hunter's Prey. Das wird ja nach und nach besser. Du kriegst jetzt nur Hunter's Prey. Ja, genau. Achso, aber dann ist das blöd. Und davon kannst du dir einen aussuchen, oder was? Ja, genau. Colossus Slayer, ja, die anderen löscht du einfach raus, die du nicht nimmst. Wie soll ich den hier löschen? Warte mal. Ja, die hast du doch bei dir in den Skills, denke ich mal, drin, oder nicht? Bei Hunters, unter den Abilities.
Hab ich nicht. Hast du nicht? Ja, dann ziehst du den da rein. Warte mal, hier eben. Ich probiere mal eben also aus. Also Hunter's Prey steht drin, aber so, da steht da, diese... Hunter's Prey, hast ihn. Und dann löscht du die anderen einfach raus hier, nicht nimm's. Fertig. Ist doch Fantasy nicht. Grounds, bitte. Ah, hey, Lorca Graulrock hat jetzt Hunter's Prey. Nein, ich habe das Hunter's Prey bei mir. Ach so, warte mal. Ja, warte ich mal. Ja, ich hab's jetzt. Hast du drin? Ja. Hast du? Hat dann, da? Lösche ich die anderen jetzt raus, ne? Ja, genau. Gut, okay. Und für die ist die Wurst. So, okay, so. Wir waren, glaube ich, an einer ganz spannenden Stelle stehen geblieben. Wir wollten gerade irgendwelche Leute von der Klippe schmeißen oder so, ne? Ups. War da ja, nicht irgendwie so was? Erstechen wollte die Lorca wen. Genau, und da standen aber zwei und deshalb hatten wir noch kurz gezögert. So, ich muss ja mal gucken, was hier gemacht, auf der Map war los war. Nee, du hattest es, glaube ich, noch nicht gemacht. Doch, nee, wir hatten, du wolltest es gerade machen und dann sind wir, glaube ich, rausgegangen. Ja. Nein, eigentlich nicht. Aber wir können es natürlich gerne nochmal machen, aber. Doch, ich bin mir da ziemlich sicher, oder? Sie hat es gemacht, eigentlich schon, aber. Ja. Was hat sie gemacht? Wie gesagt. Was hat sie gemacht, Lars? Sie hat sich schon angeschlichen und wollte den einen abstechen. Und dabei hat sie den Roll verkackt. Ja. Ja, okay. Und ich wollte nämlich eigentlich einen von den beiden ablenken. So, wenn ich jetzt mal wüsste, wen ich hier schon reingezogen habe und wen nicht und so, ne, das wäre viel einfacher. Das ist total, da war ein totaler Kack-Cut. Letztes Mal nämlich gemerkt, dass du die Encounter, wenn das, genau, dass ich die da reinsetzen kann. Und dann hast du die anderen wieder rausgelöscht. Aber habe ich das jetzt schon überall gemacht? Das wäre die Frage. Nachher dürfen nur drei Gegner da sein, dann hast du es gemacht. Dann passt's. Ich mehr als drei Gegner. Encounter. Warte mal, wie viele habe ich denn jetzt hier rumrennen? 1, 2, 3, 4. Warte mal, Südosten. Da haben wir ihn. Kann sie nur um Stunden handeln, Freunde der Nacht. Placement. Add Encounter to Combat Tracker. Ja gut, wir fangen erstmal an. Wir machen erstmal die drei. Okay. Also da oben stehen jetzt zwei Leute. Haben wir irgendwie, sind wir auf schon irgendeiner Map? Keep wir at? Sind auf Keep at Care Dineval. Ich kann die aber gerne nochmal wieder teilen. Genau, kannst du die einmal komplett aufmachen? Ja. Yes. Musik wäre nicht schlecht, ne? Ein bisschen spannende Musik hier. Auch nicht zu laut, mir fliegen sonst die Ohren weg, warte. Ja, wie sieht's aus? Der Gegner. Oder von mir wahrscheinlich. Vielleicht kommt noch Pow und Bam. Ja, Lotte, hau rein. Ich glaube, du bist dran. Ja, mach. Wie soll ich jetzt nochmal angreifen, oder was? Ja, hattest du den angegriffen letztes Mal? Ich weiß es doch nicht mehr. Ja, greif doch einfach an. Wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich angegriffen und wie gesagt, ich hatte meinen Roll verkackt. Ich habe nicht getroffen. Und da sind wir dann reingegangen. Und da bist du dann rausgegangen, eher gesagt. Okay, gut. Dann ist der erste von denen jetzt an der Reihe. Und der greift dann jetzt mit seinem Krummsäbel auf jeden Fall, greift er dich an. Ach da. Mit einer 14, was hast du für eine Rüstklasse? 14. Dann trifft er dich damit auf jeden Fall. Buh. Und macht 2 Schadenspunkte. Und warte mal eben, ich zieh dich mal bei dem ins Ziel rein. Wo war denn hier nochmal das Target da? Damit ich weiß, wer hier wen angreift. Das ist nicht schlecht. Und dann brauchst du auch übrigens nicht mehr schauen, wie die Rüstungsklasse ist. Dann berechnet er das automatisch. Ob du triffst oder nicht. Echt? Mhm. Okay, und der zweite, der daneben steht, der greift dich auch mal direkt an. Dann probieren wir das doch gleich mal aus.
Jo, tatsächlich. Mist. Cool. Das ist ja mal richtig cool. Okay, ja. Fantasy Grounds gefällt mir immer besser. Bis so. Auf die Buttons. Ja, ich habe mich da auch langsam dran gewöhnt an die Buttons. Die schönen Buttons an der rechten Seite. Tut mir schon fast leid, mein Shitstorm, den ich da im Forum abgelassen habe. Ich find's trotzdem schade. Aber wo ist denn hier meine... Wo ist denn hier derjenige, der dran ist? Da, guck mal. Okay. So, jetzt ist der dran. Round 1. Der dritte macht nichts, weil er noch nichts von dem Kampf weiß. Und dann ist Lorca Graurock wieder an der Reihe. Und dann ist ja hier die Musik. Die geht ja mal gar nicht. Wir brauchen hier ein bisschen was Pfeffigeres. Muss ich jetzt auch jemanden als Target irgendwie Kannst nehmen, du machen. Da musst du da in diesem Combat Tracker auf dieses Ziel drücken. Haben wir nicht, glaube ich. Habt ihr nicht? Ach so, nee. Aber du kannst Steuerung... Aber ich kann das machen wahrscheinlich, ne? Was Steuerung und Steuerung den dann... draufdrücken, glaube ich. Das geht. Steuerung festhalten und draufklicken. Jo, geht. Hab ich? Mhm. Ja. Okay. Okay. Und jetzt... Dann greif an. Mit meinem Rapier. 19. Ja, hat er, glaube ich, nicht gemacht. Doch, hat er gemacht. Ja? Triffst. Damage. Sieht man sogar an diesem Symbol. Schwert mit Stern ist, du hast getroffen. Schwert ohne Stern ist daneben gehauen. Ich habe kein Schwert mit Stern. Im Chat siehst du nicht. Okay, weiß ich nicht, warum du das nicht siehst. Keine Ahnung. Okay. Ach, wahrscheinlich, damit ich bescheißen kann zur Not. Hinterhältigen Angriff. Ich darf einmal pro Zug zusätzlich ein W6 Schaden machen. Ja, dann macht er doch. Nee, kann... Vorteil bin. Ich bin nicht im Vorteil. Alles nee, klar. Bist du nicht. Nee, also oder wenn einer deiner Gefährten 1,5 Meter... Aber ist ja keiner. 4 Schaden leider nur. 4 Schadenspunkte. Du hast... Oh, jetzt habe ich den rausgelöscht. Kannst du den nochmal anvisieren, bitte? So? Ja. Die hat er sogar automatisch eingetragen. Wie krass ist das denn? Ja, das ist für das Dings ist es echt cool. Da brauchst du ja gar nichts mehr machen, ey. Ich bin auch gewechselt auf Dings, auf Fantasy Grounds von meiner Kampagne, ja. Das ist sehr vorteilhaft. Okay, Tia, du bist dran. Ja, ich würde gerne meinen Bogen ziehen und dann hier die Treppe rauflaufen. Ja, setz dich mal. Oh, ich glaube, ich kann sogar noch 5 mehr. Schritt gebe ich dir noch. Und kann ich an Lotte vorbeischießen, an Lorca? Ja. Visier bitte auch denjenigen an mit Steuerung und dann verplace er ihm ein. Okay. Verplace da bitte. Ach, dann zeigt er auch sofort die Entfernung. Ist ja geil. Mega cool. So, Sekunde. Ups, wer dafür gemacht hätte, ne? Ja. Noch. Du triffst aber tatsächlich. Ja? Ja. So, hat er gemacht? Ey, ich bin total begeistert. Ich brauche nichts machen. Der trägt alles ein, wie beim Computerspiel. Mega cool. Okay, der nächste ist dran. Kyralon. Oh. Nikoli, kümmert ihr euch um den da vorne? Oh ja, das werde ich natürlich gerne machen. Scheiße, ich wäre doch im Vorteil gewesen. Aber ich ich feuere einen Eldritch Blast auf mein Ziel. Ich habe es ja schon analysiert. Auf wen schießt du denn? Auf den Kultist 2. Der unten steht, oder was? Nee, oben. Oben, okay. Nee, dein Eldritch Blast fliegt vorbei. Und Nikoli... Bewege mich noch ein bisschen. Ja, okay. Warte. Okay. Nikoli Dulac sieht, dass der Typ, der jetzt natürlich hier drin steht,
Nee, ich muss aber, glaube ich, mal eben klar Schiff machen hier. Ach, die drei sind das. Okay. Jetzt verstehe ich's. Pass auf, ich muss einmal die anderen Kultisten hier noch setzen. Sonst kriegen wir das nämlich schlecht hin hier. Ich muss die anderen einmal rausnehmen und dann die neuen reinsetzen. Der bleibt, sonst komme ich hier durcheinander mit den Tokens. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und das war's. Jetzt setze ich einmal die neuen rein. Also Südwest hatten wir, ne? Dann haben wir Nordwest. Wie habe ich das denn letztes Mal gemacht mit dem Placement? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Add Encounter to Combat Tracker, das geht. Aber wie habe ich die denn platziert gekriegt? Normalerweise setzt er die, wenn du das machst. Jo, stimmt. Hat er gemacht. Okay. Ja, dann setze ich die mal eben alle rein. Nordwest. Nee, Nordost brauche ich dann jetzt. Nordost. Place. Südost. Platzieren. Die Gegner in die Karte zu setzen. Die beiden aus dem Turm haben wir ja erledigt letzte Woche, ne? Stimmt, die waren schon weg. Die haben wir ertränkt. Der ist weg. Aber nimmt er die jetzt auch aus dem Tracker raus, wenn ich die wieder löscht? Wenn du die aus dem Tracker... Ich würde die aus dem Tracker löschen. Okay. Wenn bei meinem Assassinate, ne? Vorteil auf Angriffswürfe, wenn Kreatur noch nicht an der Reihe war. Aber das ist dann immer, wenn wir einen Kampf starten, ne? Das heißt also jetzt wenn zum Beispiel... Wenn du vor dem Gegner dran bist. Und dann immer, egal, jede Runde? Nein. Wenn der Kampf begonnen hat und die Kreatur hat zum ersten Mal gerannt, kannst du es nicht mehr einsetzen. Das ist quasi, du stürmst auf wen los, bist als erstes dran und ehe sich der umguckt, kannst du durch deine gezielten Stiche, Schnitte, wie auch immer, hast du halt Vorteil auf Angriffswurf und kannst deinen hinterhältigen Schaden einsetzen, auch wenn du im Zweikampf bist. Ich glaube, das habe ich letztes Mal vor. Aber nur die erste Runde geht es. Okay, ja. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Nicoli, ne? Ja. Nicoli hatte ja gerade da noch einen vor der Nase, den muss ich da mal gleich eben reinziehen. Nehmen wir mal den hier. Der stand ja gerade hier. Und der versucht jetzt hier auf Nicoli loszugehen. Der mit der Nummer 7. Aber woher weiß ich denn jetzt, welcher das ist? Wenn du mit der Maus drüber gehst, steht's da. Ja, 7, aber woher sehe ich denn den Tracker? Oder muss ich die Zahl hier größer machen, damit ich das sehe? Ah, Nummer 7. Okay, mega cool. Der nimmt jetzt auf jeden Fall den Nicoli ins Visier. Und greift den mal an mit seinem Skimitar. Und der haut aber daneben. Sehr gut. Dann wärt ihr, glaube ich, wieder dran. Ah ne, die oben sind noch, ne? Hat der Nicoli schon gehandelt? Nein, die oben haben Ach, schon. Ach Quatsch, ich bin doch doof. Der Nicoli sollte den noch umhauen. So, aber müssen wir gleich dran denken, dass der dann nicht mehr handeln darf. Der Nicoli sollte den noch umhauen. Warum sehe ich denn beim Nicoli jetzt keine Angriffswerte? Hast du dir vielleicht ausgeblendet? Ne, wenn ich da aufs Schwert gehe, macht er mir nur Initiative und Rüstklasse. Ne, da muss ich mir den Charakter vielleicht vom Nicoli tatsächlich aufmachen. Das ist ein bisschen blöd. Okay, dann greift der Nicoli auf jeden Fall an mit seinem Langschwert. So, weil der ist kein Spieler. Du siehst uns drei ja oben als Gruppe, dass die Spieler vergeben sind. Wenn das nicht ist, Ach so, okay. Gut, Nicoli Dulac. Was hat der gewürfelt? Eine 17. Da trifft auf jeden Fall. Wie viel Schaden macht er mit seinem Zachlier? Boah, jetzt komme ich ein bisschen durcheinander hier.
Das hat der Langschwert, glaube ich, 1W8. 6 plus 3 hat der, 9 Schaden macht der. An Kultist Nummer 7. Kultist Nummer 7. Was habe ich gesagt? 9, ne? Pass auf, lass uns das so machen. Nimm du mal den Nikoli und steuer den. Das kriegst du da wohl hin, ne? Ich weiß nicht, ob ich den auswählen darf. Ja, kannst du gleich. Warte mal. Clear Owner. Jetzt versuch den nochmal auszuwählen. Normal kann man mehrere auswählen, habe ich gesehen. Characters, Nikoli. Ja, mega. Okay. Okay. Da kannst du den nämlich besser steuern. Und ja. Okay. Dann ist auf jeden Fall Nummer 7 dran. Der war ja schon der Kultist. So, es wird Lärm gehört. Welcher ist das denn? 4. 4, der hier. Die laufen hier zur Tür. Der hier auch. Mehr machen die nicht. Ich weiß schon, dass da die beiden tot waren, ne? In diesem... Ich habe 2 gelöscht, ob die das jetzt waren oder welche, irgendwelche anderen, kann ich dir jetzt nicht sagen. Der Black Sword Kultist 2 greift auf jeden Fall die Lorca an. Ja, die oben haben mich doch schon angegriffen. Ach, ich habe die auch schon. Ist doch eine neue Runde. Ja. Boah, mit einer 19. Da trifft. Und das macht 2 Schadenspunkte. Jetzt guck mal, hat er die auch bei dir automatisch gemacht? Ja, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja. Nee, hat er nicht. Doch. Ich hatte vorher 2, jetzt habe ich 4. Ach so, ja, stimmt. War ein bisschen verzögert bei mir. Okay, und der andere, der Black Sword Kultist 3, der versucht dich natürlich auch anzugreifen. 3, sind ein bisschen viele hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Der trifft auch. Und auch der macht 2 Punkte Schaden. Du hast irgendwie Glück, ne? Kann das sein? Ist auch besser so. Ja, muss ja auch mal sein. So. Ja, hier kommt plötzlich noch einer rausgerannt. Wo? Unten aus der Tür, unten links. Ah, da. Und die kommen hier langsam angelaufen. Okay. Dann wärt, glaube ich, ihr wieder an der Reihe. Warte mal, muss man alle durchklicken hier. Okay. Lorca. Ich zücke nochmal. Ne, ich zücke nicht. Ich habe das ja schon gezückt. Mein Rapier. Gleich daneben. Du hast aber jetzt auch wieder kein Ziel drin gehabt, glaube ich, ne? Doch. Ich habe Steuerung benutzt. Ja, du musst den nur einmal anvisieren. Wenn der dann drin ist, dann hast du ihn drin. Dann brauchst du nicht jede Runde neu machen, bis er tot ist. So, Tia, du schlägst auf ihn ein mit deinen Waffen, aber es bringt dir nichts. Tia. Ja, ich spanne meinen Bogen erneut, lege einen Pfeil auf und lass ihn schwirren. Und das trifft, ja? Aha, ist immer das gut, ist doch ein das. Status, den man gerne liest. Was ist passiert? Status Dying. Achso, der stirbt. Kultist 2. Heißt das, der ist tot oder was ist mit dem? Ja, auf 0 Trefferpunkte. Also bei Monstern nimmst du sie quasi raus. Okay. Und die Community hat recht tatsächlich. Der, den auf den Nikoli gerade gehauen hat, der ist auch tot. Warum? Der ist auch direkt umgefallen, weil er auch noch einen Schadenspunkte gekriegt hat. Woher weiß super. Die Community das? Ja, weil die aufpassen. Kyralon! Gesundheit. So, mein Ziel ist damit auch tot. Dann begrüßen wir doch mal... Ja, der guckt mich eh so blöde an hier. Was guckst du denn auch? Mach ihn platt! Schick ihn einen Eldritch Blast in den Hintern! Hätte ich vor, ja. Schauen wir mal. Yep. Nächste Woche besser ist. Das trifft, sagt er. Ja. Besser als nix. 6 Schaden.
6 Schadenspunkte macht er auch wieder automatisch, ne? Ja, hat er schon drin. Okay. Aber muss ich den jetzt gleich nochmal anwählen oder nicht? Nee, wenn du den einmal drin. Ja, du musst den jetzt, also du kannst den anwählen. Du kannst den aber jetzt auch zwischendurch anwählen, während du gar nicht dran bist. Und wenn du den dann im Ziel drin hast, dann ist gut. Dann, aber ich sehe das ja nicht, ob ich den. Doch, du musst dann kommen, mach dir den Combat-Tracker auf, dann siehst du das. Das sind oben die Männchen. Oben rechts diese. So, Nicolas Dulac ist an der Reihe. Ja, momentan kommt von der anderen Seite keiner, gell? Nein. Das heißt, er geht hier hin und hält seine Attack-Action auf denjenigen von den Angreifern, welcher zuerst in seine Range kommt. Okay, das können wir machen. Ah, jetzt sehe ich es, ja. So, okay. Und dann sind die auch schon wieder an der Reihe. Kultist 4, okay, der ist hervorgehoben. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal Kultist 4. Der kommt an und greift dann den Nicoli einmal an. Eben. Ich bin ja dann vorher dran. Ach so, ja, genau. Gut, boah, er trifft. Aber leider nur 4 Schadenspunkte. Und damit haut der jetzt auf Nicoli ein mit seinem krummen Säbel. Holt aus, tänzelt umher, aber kann durch den Panzer des Paladin einfach nicht durchbrechen. Kultist Nummer 5 ist an der Reihe. Wo ist jetzt Kultist Nummer 5? 8, 9, 5, 5, 5, 5 ist nicht mehr da, oder was ist mit 5? Laut Schrecker noch komplett frisch und nichts abgekriegt. Ja, der ist aber nicht hier auf dem Bild. Ich vermute, dass ich den vielleicht rausgelöscht habe. Hauen wir ihn weg. Habt eh genug. So, dann ist Kultist 12 an der Reihe. Oder habe ich die noch gar nicht irgendwie reingeholt oder was? Kultist 12 kann ich auch nicht finden. Michael. So, jetzt sind wir bei Kultist 9. Der wird jetzt auch hervorgehoben. So, wie weit können die laufen? 30 Fuß? Mhm. Das würde ich jetzt auch gerne sehen, dass der hier zählt, die Entfernung. Das wäre auch mal geil. Okay, ein Feld sind 1,50 oder was? Warte. Ein Feld sind 5 Feet. Ja. 5. Ja. 30 durch 5 sind 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich kann zweimal benutzen, wenn er rennt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, der nächste ist hier am Start. Ne, Kultist 3, der ist der oben bei Lorca. Der fängt an mit seinem Skimitar um sich zu wirbeln und attackiert dich damit. Und er patzt. Wenn du möchtest, kannst du einen Gelegenheitsangriff machen. Möchte ich, unbedingt. Nimm dies. 14. Mit einer 14, mach Schaden. Yes, Moment. Nicht. Okay. 8. 8 und damit ist auch dieser Kultist dem Tode geweiht und tot. Jo. Auf so eine Gelegenheit habe ich nur gewartet. Kultist Nummer 1 ist dran und rennt rüber zu Nicolas Dulac und fängt an, auf den einzuhämmern. Das blocke ich mit dem Schild. Ach, warte, mit einer 7, ich mache das, habe ich vergessen, Ziel zu nehmen. Wo sehe ich die denn alle nicht? Also, mit einer 7 trifft der nicht, auf keinen Fall. Das ist auch kein Lotte? Ja, weil ihr oben steht, deswegen. Ihr müsst runter. Ich sehe nur die 3, die unten stehen. Das Gelände. Ich sehe niemanden.
Hast du dich in eine schlechte Position manövriert? So, Kultist Nummer 6 läuft hier zur Treppe. An der Treppe? Ja, und hält seine Angriffsaktion zurück. Kultist Nummer 8 läuft hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wartet dort. Dann ist Lorca Graurock an der Reihe, die oben auf der Brüstung steht. Ich kann ja eine Bonusaktion Spurten machen. Könnte ich dann ja einfach zu dem Typen an der Treppe hinspurten, ne? Da könntest du hinspurten, ja. Es ist auch, wie gesagt, eine Bonusaktion. So, sozusagen. Ja, mach mal. Und dann möchte ich den Typi hier auch auf jeden Fall angreifen. Mach das. Aber weil der jetzt noch nicht dran war, könnte ich jetzt zum Beispiel dieses Assassinate machen? Assassinate, nee, ist ne? Was? Weil ich bin im Vorteil auf Angriffswürfe, wenn die Kreatur noch nicht an der Reihe war. Nee. Ach, war der schon. Alles klar. Ach Gott. Aber ja, kannst du nicht den quasi von oben so anspringen? Er hält ja seine Angriffsaktion zurück. Ja, aber so hat. Klar kann ich das, aber kann ich. Ja, dann mach das ruhig. Er hält seine Angriffs. Dings zurück. Von daher gilt es jetzt in dieser Situation einfach als, er hat noch nicht gehandelt. Also kann ich im Vorteil an. Dann mache ich Advantage, ne? Mach das. Dann. Okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall treffen. Go! Ha, immerhin. Ja, du triffst, mach deinen Schaden. Und jetzt darf ich dann wegen hinterhältigem Angriff zusätzlichen 1W6 machen, wenn ich im Vorteil bin. Ja. Was denn? 2W6. Das ist Stufe 3. 2W6. Aber ist da nicht auch ein automatischer Knopf für? Ist so alles automatisch geregelt. Da musst du einen automatischen Knopf für geben. Keine Ahnung. So, einmal Damage und dann plus 2W6 noch, ne? Ja. So, einmal go. Der kriegt schon mal 5 und jetzt, wie mache ich denn 2W6? Ach komm, ich hau hier 2W6 rein. Komm, mach mal ganz unprofessionell. 10 Schaden. Insgesamt, wie viel hast du über die 2W6 gemacht? 5. 5 insgesamt? Eine 5. Ja, warte. 6. Nochmal 5 dazu, dann ist er tot. Geil. So, ja, ist der aus dem Weg geräumt. Schön. So, dann ist auf jeden Fall Tia an der Reihe. Ja, ich sehe ja keinen. Du kannst dich aber da an die Brüstung stellen und quasi da runterschießen, ist kein Problem. Ach, okay. Ja. Ja, dann genau, was war das? Mit Steuerung, ne? Mhm. Nehme ich den da ins Visier. Die Elfe legt den Pfeil auf ihre Sehne und lässt sie mit einem leisen Surren abschießen. Oh, und macht so direkt einen kritischen Angriff. Kanonenkugel. Und der ist instant death. Wer war das? Der Vierer. Da ist er weg. Alles klar. Gut, dann ist Kyralon an der Reihe. Dann würde ich mein Ziel auf den herankommenden Neuner wechseln. Ja. Warte mal, wieso hat sich der jetzt... Bin immer noch gerade bei Nicolis Charakter irgendwie. Aber die Fahne hast du mir gegeben, ne? Ich bin jetzt bei. Die bei Fahne habe ich dir gegeben, ja, die Fahne hast du. Kyralon drin. Und der hat den 1. Du hast eine Fahne. Das muss das. Muss ich das Target vorher clearen? Nein.
Du hast mit dem den ersten jetzt drin. Jetzt habe ich den richtigen, passt. Jetzt habe ich den. Also bei mir hast du den ersten Kultist drin. Den bei Nicoli. Nee, ich wähle auch gerade die ganze Zeit mit Nicoli, Mann. Was ist denn, wenn du dein. Jetzt hast du ihn, oder? Nee, wenn du dein Target anklickst. Jetzt habe ich zwei. Jetzt habe ich den 1er und den 9er. Den 1er müsstest du mir rauslöschen. Ich glaube, die darf ich selber nicht löschen. Ja. Oder klicke ich da einfach nochmal? Ja, so. Ja. Dankeschön. Okay, gut. Ja, dann geht's los. Ui, das trifft so. Das trifft. Mit 7 Schadenspunkten erwischt dein Eldritch Blast oder was war das? Ja, genau. Ihn schon hart. Und Nicoli Dulac ist an der Reihe. Der sich einem gefährlichen Kultisten gegenüber sieht. Der nimmt den mal aus dem Target raus und den ins Target rein. Bei Juli, jetzt gerade sehe ich übrigens auch niemanden. Ich stehe irgendwie komisch an der Treppe. Okay. Oh, der Henning für den Würfeln war heute, das ist ja Liebhaberei, ey. Ein Träumchen. Noch nicht einmal verfehlt, glaube ich. Kennen wir gar nicht. Hast du ihn auch umgehauen? Jupp. Nee, ne? Ja. Tot? Mhm. Ja, doof ist, ich habe hier die Karte so groß auf. Dying. Der Kultist 1 war das. Jupp. Okay, jo. Gut. So. Dann ist Kultist Nummer 9 an der Reihe, der jetzt sieht, dass seine Gefährten alle fallen. Der rennt hier zu dem Tor. Will der abhauen? Und fängt an, das aufzumachen. Und der andere Kultist läuft auch so in diese Richtung. Moment. Geil, noch zwei Kultisten. Seht ihr jetzt gerade Kadrot und Thub in der Liste? In der Liste? Das ist sehr cool, okay. Ja, weil ich die da nur sehe in der Liste, das ist aber sehr cool. Achso, im Combat-Tracker meinst du? Ja, genau. Nein. Okay, gut, dann seid ihr dran. Lorca Graurock ist an der Reihe. Mhm. Eigentlich stehe ich ja schon unten an der Treppe, da bin ich ja eben hingespurtet. Braucht der andere. Keine Ahnung, warum der das nicht tut. Und ich sehe auch gerade nichts. Ich muss freigeben. Deine Aktion hier. Warte, ich stelle dich mal hier unten hin. Ja. So. Ich würde dann eben nochmal spurten. Wie weit kann ich dann spurten? Doppelte Bewegungsrate. 60. Zu dem 12 hier. 12. Ich sehe nichts, weil ich bestätigen könnte. Ja, ich habe noch nicht losgelassen. Dahin spurten und ich würde den da gerne angreifen. Okay. Und der hat ja auch noch keinen, der hat ja auch noch, der war ja auch noch nicht dran, oder? Der war auch noch nicht dran, nee. Dann doch, der war ja dran, der ist ja dahin gelaufen. Okay. Der andere dann, war eigentlich auch dran. Achso. Ja, gut, war nur ein Bonus gerade. Was? War nur ein Bonus gerade. Sind ja nur zu dritt heute. Dann hau ich den einfach so mit dem Rapier um, als bräuchte ich den ganzen Krimskrams. So, hier, nimm dies! 11. Trifft nicht. Manu! Du schwöbbelst da mit deinem Rapier rum, aber du haust leider daneben. Aber in der Zeit kann er doch bestimmt hier nicht in Ruhe das Tor aufmachen. Das kann er nicht, nein. Na, immerhin. So, und in dem Moment ist dann Tia an der Reihe. Ja, ich renne, gehe, was auch immer, 35 darf ich, das sind 40, bis hierhin. Ja. Das müsste ja eigentlich reichen. Du
Du lässt wieder einen Pfeil von der Seele gleiten, aber er gleitet daneben und prallt an einer der Mauern der Burg ab. Verdammt. Kyrollon. Ja, ich schieße nochmal auf den gleichen. Irgendwie geht bei mir gerade nichts. Hallo, was ist denn jetzt los? Meine Schnellleiste funktioniert gerade nicht. Was willst du denn machen? Dann muss ich sowas Dings eben schnell machen. Moment. Eldritch Blast. Boah. Oh, Critical, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Eine 3 beim Schaden. 2 beziehen und ich würfel eine 3. Aber er ist trotzdem tot. Und damit räumst du ihn aus dem Weg. Und der Eldritch Blast trifft ihn und der fällt stöhnend zu Boden. Der andere Kultist kriegt jetzt langsam Panik. Aber Nikoli ist noch an der Reihe. Ja, der setzt seine komplette Bewegungs- und Angriffsaktion für Bewegung ein und verwickelt den in Nahkampf quasi. Okay. Und ich glaube, er würde sagen, gib auf, du Hund. Würde das sagen, bestimmt. Der lässt die Waffen fallen und fällt auf die Knie. Tut mir nichts, tut mir bitte nichts. Da hast du mich mit der falschen Gruppe angelegt, würde ich mal so sagen. Haltet ein locker, wir sollten ihn befragen. Wie viele befragen. Noch befragen? Ja, wie viele noch hier sind, wer ihn bezahlt hat. Wann Verstärkung kommt oder solche Sachen. Dann pack aus, du Hund! Was soll ich denn sagen? Wie viele von eurem Gesock sind sonst noch hier? Nun, hier waren ungefähr 12 Wächter stationiert. Und eine Meisterin mit einem jungen Mann, den sie aufgegabelt hat. Ich glaube, die hat sich aus dem Staub gemacht. Junger Mann? Ja, ein junger Mann, ja. Tiefling oder ein Mensch? Ein Mensch. Wie hieß der Huwa? Huwa, ja, genau. Wo ist der Junge? Er ist meistens oben am Tor. Was, Huwa ist noch hier? Ja, natürlich. Meistens oben am Tor. Aber den hat er jetzt irgendwie nicht platziert, den Huawei. Ganz seltsam. Für uns dorthin, oder? Und auf dem Weg dorthin machen wir den Rest platt. Sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass der Dings nicht abhaut, der Kadrot. Oder Kadorot. Sollen wir den auch platt machen? Eigentlich schon, ne? Verdient hätte er's. Wen? Den den Kadorot. Aber die hat gesagt, er ist ein mächtiger Magier. Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Schauen wir halt mal. Wenn wir mal so Pi mal Daumen durchzählen, wie viel wir umgenietet haben von denen? Hälfte, oder? Nee, ihr seid im Prinzip, habt ihr alle umgenietet. Okay. Dann lass uns Guava und Kadrot finden. Ach so, kann ich die auch reinziehen, okay. Ist der achte zufällig der, dem wir den Stein abgenommen haben? Nee. Schade. Das Ding müssen wir echt mal irgendwie gucken, was es damit auf sich hat. Was? Den doch noch, oder? Ich hab den in meiner Tasche, ja. Achso, ich dachte, du hättest den umgehangen. Nee, ich hatte mir den wieder abgenommen.
meine ich. Ja, konntest du auch machen. Ja, du bist übrigens macht voll fies hier, ne? Alle nur mit dem Bogen erschossen, wobei dein Schwert so einen Hunger hat, ey. Hm. Ja, in der Tat. Ich hab ganz vergessen, mich einzumischen. Dabei habe ich so einen Durst. Deine Zeit wird noch kommen. Ich hoffe früher als später. Du willst dich doch hier nicht mit dem schlechten Blut abgeben, oder? Wir stehen eh beim Tor, oder? Wir rufen jetzt mal den Huawei. Wow. Ihr ruft und ruft und plötzlich seht ihr oben quasi hier an der Stelle, wo ich den Kultist jetzt hingezogen habe, da guckt der Kopf eines jungen Mannes durch die Schlitze. Was wollt ihr? Komm runter. Wir müssen mit euch sprechen. Was wollt ihr? Ich soll runterkommen? Ja. Komm runter. Ihr habt nichts zu befürchten. Er verschwindet hinter den Burgzinnen erstmal kommentarlos. Ah, ich befürchte fast für den Jungen jetzt zu spät sein. Gibt es da Schießscharten in den Hof? Möchte ich da nämlich weggehen. Der hat ja gerade durch eine Schießscharte geguckt, genau. Achso, er hat durch eine Schießscharte mit. Ja, ja. Aber, warte, er ist jetzt weg, ne? Oder? Wie kommen wir da hin? Über die Mauer, durch den Turm? Das wisst ihr nicht, wie ihr da hinkommt. Dann fragen wir den Kultisten, wie kommen wir da hin? Ihr müsst über den Turm hinauf und von dort aus führt eine Tür nach Westen. Nun, dann tun wir das doch. Zack, ab zum Turm. Ich möchte gehen ganz da, oder? Theatralisch auf den Kultisten zugehen, ein Messer zücken. Und wenn er quasi angsterfüllt schreit, dann schneide ich ihm nur die Kettenschnur von seinem blöden Anhänger durch. Du Arsch. Was machst du? Ich gehe auf ihn zu mit dem Messer in der Hand, gucke ihn ganz grimmig an, so als ob ich ihm jetzt die Kehle aufschnitze. Und wenn er mich halt erschrocken anguckt oder die Augen zumacht, weil er das, weiß ich nicht, also irgendwie Schutzmechanismus, dann schneide ich nur die Kette durch, die er um den Hals trägt, von diesem beschissenen Anhänger. Okay, ja. Aber er macht keine Anstalten. Kannst du meinen Move da mal bestätigen? Moment, ich bin hier gerade irgendwie was anderes am gucken. Ja, so, kann ich aber gleich. Den Kardrot? Bitte, Jule? Den wollen wir jetzt aber auch nicht unbewacht hier liegen lassen, oder? Nee, der kommt mit, oder? Den nehmen wir mit, hätte ich auch gesagt. Dann, ich würde Seil aus meinem Rucksack holen und den zumindest irgendwie die Hände fesseln. Auf dem Rücken. Ja. Ich möchte in den Turm. Ja, dann öffne die Tür. Du gehst hindurch durch die Tür und kommst dann in dem Turm raus und siehst, dass dort diese Wendeltreppe hochgeht. Die seid ihr ja auch schon mal, glaube ich, hochgegangen. Dann gehst du da hoch. Was macht der Rest? Der Henning würde sich bewachend neben die Dings stellen, falls der Kardrot da gleich irgendwie rauskommt oder so, dass der sofort bereit ist. Ich sehe nichts mehr, Micha. Ja, ist nicht schlimm. Du bist ja auch jetzt oben. Du siehst ja auch nichts mehr. Tia, was machst du? Ja. Wer hat denn den Burschen am Wickel? Kyralon? Auch gar keiner. Der ist ja Du fesselst ihn gerade, oder nicht? Und der andere ist oben im Turm. Der Junge. Aber ihr wollt ihn mitnehmen, ne? Ja, wir können den auch hier unten beim Also dann ist jetzt kein kleiner Junge, ne? Der ist irgendwie 25 oder so. Naja. Den können wir auch beim Henning da
anbinden an den, an diesen Schuppen oder was das da ist. Ja. Links neben dem Henning. Dann machen wir das. Okay. Du fesselst also da den Junge und legst ihn da ab. Genau. Und Kyralon, was machte der? Der hat gesagt, man kommt nur von der einen Seite dahin, oder? Ne, ich gehe in den Turm. Ich gucke, ob ich von hier da auch reinkomme. Okay. Dann, was die Bewegungsreichweite? 30 habe ich. Okay, gut. So, Tia. Moment. Ach, Tia, Lorca meine ich, Entschuldigung. Da hast du die Karte. Ja. Und du stehst halt in diesem runden Raum. Westen. Bitte? Gehst du okay. zu Westen. Du gehst zu der Westen. Tür. Ja. Warte mal, ich würfel mal einmal neue Initiative schon mal. So. Ja. Und was machst du da jetzt? Machst die Tür auf? Ja, klar. Ein bisschen durcheinander mit der Reihenfolge. Du öffnest die Tür und dahinter siehst du plötzlich zwei Gestalten. Siehst du, ne? Oh. Ich sehe nur einen. Oh, ja. Einen jungen Mann und eine Frau. Wobei das hier ist der junge Mann, der da oben steht an der Schießscharte, und das untere ist eine Tieflingsfrau, die dich anstarrt. Und diese Tieflingsfrau ist jetzt gerade an der Reihe und sie spricht einen Zauber, den sie auf dich loslässt. Moment mal, ich habe ja eine Bonusaktion. Kann ich das? Ne, kann ich nur, wenn ich dran bin, oder? Du kannst jetzt gleich einen Rettungswurf machen. Okay. Bonusaktion kannst du einsetzen, wenn du dran bist. Reaktionen, falls du sowas hast, kannst du auch einsetzen, während du nicht dran bist. Okay, leider gerade nicht. Mhm. Du müsst einen Weisheits-Saving-Throw machen. Okay. Ja, stark. Ja, und der Zauber prallt quasi an dir ab und es passiert nichts. Sehr geil. Und dann wäre jetzt wieder Nicolas Dulac an der Reihe. Was macht der? Ja, horcht mal an der Tür, ob da wer dahinter steht vielleicht und irgendwie da vielleicht gleich durchbricht oder so. Na, der horcht, der hört aber da nichts. Dann bleibt er weiter auf Posten erstmal. So, danke erstmal hier. Cyril hat abonniert. Wir haben einige Follower. Danke, ich bin hier voll drin. Ich kann mich da leider momentan nicht drauf konzentrieren. Aber herzlich willkommen an alle auf jeden Fall, ja. Cyril 25376 und der hat auch abonniert, ja. Hallo, herzlich willkommen. So, also der horcht an der Tür, kann aber nichts wahrnehmen. Dann ist der Kultist ist ja gefangen. Kyralon, du bist an der Reihe. Ja, ich laufe da die Treppe hoch. Ach, in dem Turm. Ja, ja, warte. Relativ weg sein. Okay. Boah, ey, Alter, das ist aber jetzt auch hier echt über zwei Etagen-Level. Gleichzeitig spielen. Ja. So, gut. Komme ich hier ungefähr raus, schätze ich mal, dann war es das mit meiner Bewegung. Genau. Gut, dann sind wir bei ihm. Der macht nichts, beziehungsweise ist nicht da momentan. Lorca, du bist an der Reihe. Ja. Du siehst dich diesen zwei Kultisten entgegen und du siehst, dass beide beginnen, irgendetwas zu sprechen und mit ihren Händen Gesten zu formen. Aber das eine ist der Huawa, ne? Das eine ist der Huawa, ja. Dann gehe ich zu dem Huawa hin und mit dem Rapier. Ich attackiere den erstmal nicht, aber ich halte dem das vor die Kehle und werde ihn ansprechen nochmal und hoffe, dass er reagiert. Und wenn er nichts macht, dann
greife ich den an. Vielleicht. Huawa, Du hast 6 Sekunden Zeit in der Kampfrunde, ne? Wenn du jetzt mit dem redest, dann war's das. Ich wollte das nur sagen, Cora schickt uns. Reagiert er irgendwie? Nein, er reagiert darauf nicht. Beziehungsweise er reagiert darauf schon. Aber halt nicht in der Art, wie du es gerne gehabt hättest. Du machst bitte nochmal einen Weisheitsrettungswurf. Wo sehe ich denn die Schwierigkeit des Rettungswurfes? 9. Das ist deren Zauberfähigkeit. Oh. Du merkst, wie du plötzlich, wie deine Glieder sich versteifen und verfestigen und du nur noch wie eine Statue vor ihm stehst. Warte mal, Level 2 ist der. Concentration, choose human. Hold person. Ja, genau. Ja, ist ein Konzentrationszauber. Wenn er die Konzentration verliert, kommt Lorca wieder frei. Ja, aber wie lange hält der und so? Ein oder 10 Minuten, warte. Ich schaue es schnell. Eine Minute. Concentration up to 1 minute, bis zu 1 minute. Genau. Succeed at the end of each of its turn, the target can make another wisdom saving throw on a success, the spell ends on the target. Also kannst jede Runde einen Weisheitswurf machen. Ich frage mich jetzt nur, wo ich jetzt schnell diesen Schwierigkeitswurf sehe von ihm. Dass ich da wirklich so mit einem Blick das sehe. Wo seine Kampffähigkeiten und so stehen im Tracker. Da kannst du, glaube ich, auch Zauber und sowas einschalten. Und auch ja, die Zauber sind eingeschaltet, aber der sagt mir nicht die... siehst du da auch. Aber hätte ich jetzt eigentlich mit der Bonusaktion meine... Ja, Attribute sehe ich jetzt. Aber was helfen mir die Attribute jetzt dabei? Wenn das ein... Kultist ist, wird er wahrscheinlich von Weisheit oder von. Okay, der Charisma. 13 Weisheit. Ja, Charisma da 14. Er wird wahrscheinlich mit Charisma zaubern. Wird er wahrscheinlich 10 haben. Aber da musst du dort, musst du einfacher gehen. Ich kann so nicht auf die Dings schauen, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Ja, gut, okay. Aber mit dem Wurf hast du auf jeden Fall versaut und bis da ja, gerade. Aber mit der Bonusaktion könnte ich nicht irgendwie noch. Nein, nicht, du hast einen Rettungswurf und das war's. So, kannst du jetzt auch den Effekt geben, glaube ich, ne? Dass sie. Ja, das müsste ich können. Warte mal. Gehalten ist. Wobei der Effekt ja aber jetzt auch nichts macht, ne? Ich glaube, wenn man sie angreift, sind es Auto-Hits, aber ich bin mir nicht sicher. Du fragst mich Sachen. Ich guck mal, ob ich da was sehe. Wie heißt der Effekt nochmal? Der hat doch einen Namen, ne? Der Paralyzed. Genau, müsste Paralyzed sein, ja. Steht aber eigentlich auch. Warte, Grab 2. Ne, steht da nicht drin. Das frisst so Zeit in diesem Kampfesfluss. Ja, lass sein, gut. Ist okay. Machen wir einfach so. So, dann ist dran, hat sie vollkommen recht. Die andere, die spricht jetzt die versucht jetzt Wunden auf dich zu sprechen. Sie kommt und verursacht Wunden auf dich. Das ist schlecht. Oh. 16 Schadenspunkte. Ja, adios. Ah, nee, doch, noch nicht ganz. 2 Aber die musst Schaden. Du, glaube ich, nie, doch, ich habe sie nicht eingetragen, musst du bitte eintragen. Ich habe dich nicht als Ziel festgelegt. Das 16? Getroffen hast du, ne? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass sie sowieso da steht und sich nicht bewegen kann. Advantage auf den Angriffswurf. Advantage? Ja. Paralyzed. So. Creature is incapacitated. Alter Schwede, ey. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. 22. Dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, ich muss nochmal würfeln. Was habe ich jetzt gewürfelt? 18, ja, trifft. Ja. So, gut. Also abziehen bitte die... Ich muss den Angriffswurf machen. 16 Trefferpunkte.
Die Kiste. Trefferpunkte. Ja, die ersten, ja, ne? Nicht jetzt zweimal. Okay. Gut, Nicolas Dulac ist an der Reihe. Der hält nach wie vor da die Stellung. Okay, der ist nach wie vor gefesselt. Kyralon. Mal überspringst du mich immer? Ja, hat er gerade. Du bist eigentlich als erstes dran. Glaube ich gar nicht. Doch, Tia, ja, dann mach du eben, Entschuldigung. Ja, ich würde geduckt und so leise wie möglich erstmal hier hin. 50 ist zu viel. Ach, ist das blöd. Kannst du das nochmal wegmachen? Er läuft jetzt einmal hin und her. Ja. Du hast übrigens noch diesen achten Kultisten als Target drin. Ich glaube, bis hier wäre ich ungefähr gekommen. Na, der ist ja hier irgendwo gefesselt, der achte. Ja, willst du nicht rennen? Da kann ich das Doppelte, ne? Mhm. Ja, ja. Dann renne ich bis hier und horche erstmal, ob ich irgendwas höre von drin. Die andere ist ja schon reingerannt. Willst du da horchen? Ja, ich möchte horchen, ob sie es geschafft hat, leise da reinzukommen. Ich weiß ja nicht, was da drin passiert. Ach so, ja, okay. Ja? Nee, du hörst nichts. Okay. Second Level, 3 Slots. Da muss ich eine abziehen. Okay. Gut, ja, also hörst nichts. Dann ist jetzt der nächste an der Reihe. Das wäre. Kyralon hat jetzt gemacht? Nein, ich habe gewartet. Kyralon, dann gehe ich los. So, dann, ja, das habe ich mir ja, denke ich mal, gemerkt, dass ich nach Osten oder nach rechts jetzt gehen muss. Ja, klar. Ne? Komm dazu, hilf mir. Rette mich. On my way. Kann ich von da die Tür aufmachen? Ja. Stoße ich die Tür auf. Bam. Aber ich sehe noch nichts, oder? Doch, du kannst sie sehen. Das sind nur so Mechanismen, die da die... Genau, und da die Gitter ja unten sind, kannst du sie abschießen. Dann mache ich jetzt eine Handbewegung und eine Flammenkugel kreist so über meinen... Ja, zieh sie auch mal bitte gleich als Target rein. Entschuldigung. Kreist über meinen Händen und dann werde ich... So, ich habe wieder den Nicoli, glaube ich, drin. Meine Güte, ist das blöd. Dann zaubere ich Scorching Ray. Es schießen jetzt 3 Flammenstrahlen aus meiner beschworenen Kugel, die ich einzeln abfeuern kann, auf einzelne Ziele. Ich muss für alle 3 einen Angriffswurf machen und mit jedem Treffer mache ich 2W6 Schaden. Okay. Erster. Trifft. Ist gut. 7, zweiter. Ja, geht daneben. Ey, Kacke. Oh. Der dritte geht leider auch daneben. Nein. Inspiration. Der wird. Würfel ich doch nochmal. Kenne ich ja gar nichts. Schon wieder. Und der geht auch daneben. Ja. Kann sein, ja. So, und damit ist Lorca an der Reihe, ja, die einen Rettungswurf machen darf. Ja, genau. Weisheit, ne? Ja, genau. Und damit bist du aus dem Zauber befreit. Okay. Oder, warte mal, Level 2. Wie wird er denn berechnet? Der Attributsbonus? 14. 8 plus Übungsbonus plus Attributsmodifikator für deine Zauber. Also so wird es bei Spielercharakteren berechnet. Ich weiß nicht, ob es bei Kreaturen auch so ist. Aber 8 plus Übungsbonus plus den Modifikator für deinen Zauberattribut. Ach, da habe ich den Charakter. Okay, da haben wir es doch. Alter, so, jetzt warte mal. Da finden wir es doch gleich. Jumili, was hast du gewürfelt? Eine 13? Ja, aber ich habe 14. Ach, 14 hast du, okay. Das reicht bestimmt. Ich
denke auch fast. Sheet of Face, Hold Person. Der steht da auch nicht bei, ey. Das ist so. Warum macht man das denn? Das muss irgendwie übersichtlicher gemacht werden hier. So, was ist denn da? Cyril verschenkt hier Abos. Danke dafür, Cyril, auf jeden Fall. Ah, wo steht das? Das gibt's doch nicht. Ich möchte das jetzt wissen, weil sonst suchen wir uns nächstes Mal auch wieder den Hintern ab. Its spellcasting ability is Wisdom. The fanatic has a following cleric spell prepared. Icy Doom, Multi-Attack. Ja, im Prinzip kannst du es aber eh einfach auch ausrechnen. Wie viel Trefferwürfel hat der, hat die Kreatur? Zwei. Dann hat er einen Übungsbonus von 2. 8 plus 2 ist 10, plus Attributsbonus, dann hast du den Wurf. Attributsbonus ist 1. Ja, hast du auf jeden Fall gepackt, ist dann 11. Okay. Muss ich nochmal in Ruhe gucken, wo das steht. 2 Lebenspunkte, das heißt, ich darf aber trotzdem angreifen. Ja? Du darfst jetzt was machen, ja. Du darfst jetzt ganz normal noch handeln. Weiß nicht, ob das offiziell so ist, bei mir darfst es. Ach, guck mal, Etriel sagt, jeglicher Schaden bricht Hold Person. Wusste ich auch noch nicht. Okay, danke Etriel dafür. Achso, das heißt, ich hätte gar keinen... Hättest du gar nicht machen müssen. Okay, ist ja auch egal. Der Hold Person kam aber von dem Huawei. Nein. Doch. Ah, doch. Ja, aber ist ja egal, sie hat ja Schaden gekriegt, darum geht's ja. Oder nicht? Nee, es geht um die Person selber. Die wird dann ja aus der Konzentration geholt. Nee, wenn du Schaden nimmst, bricht der Zauber auch ab. Das stimmt. Ja. Was? Ja. Vollkommen recht. Okay. Also, die hat ja Dings auf dich gezaubert, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Infekt. Hat ja getroffen. Uns, ne? Ja, genau. Ja, okay. Dann bist du auf jeden Fall wieder raus, dann greif jetzt an. Ja, ich müsste den als Target jetzt drin haben. Go on. Ja, hast du. Damit solltest du treffen, ja. Und du kannst deinen Schaden machen. Fünf Schadenspunkte verursachst du bei Huawei. Ja, das kratzt ihn aber noch nicht so wirklich. Und damit ist er auch wieder an der Reihe. Kann ich mich eigentlich, stopp mal kurz, als Bonusaktion da irgendwie verstecken? Kannst du machen, aber würde ich dir ein Disadvantage geben, weil du da mitten im Kampf bist. Ja, aber es ist ja meine... Ja, du bist im Nahkampf. Ja. Ja. Na gut, egal. Dann nicht. Weil okay. Dann mach lieber einen Retreat oder so. Ja, aber Rückzug, wenn ich dann Rückzug mache, dann kriege ich einen... Nee, aber Rückzug eben nicht. Ja, aber wenn ich doch jetzt aus dem Nahkampf weggehe, dann kriege ich doch einen... Ja, aber nicht, wenn du nur... Weil Schurke ja eben nicht. Das ist ja die Fähigkeit von denen. Oder bin ich da jetzt total bescheuert? Ich weiß nicht, da steht immer nur Spurten, Rückzug oder Verstecken Aktion. Moment. Ich glaube, dass das geht. Oh, ganze Wörter. Rückzug. Willst du die Aktion Rückzug, verhinderst du, dass eine Bewegung in diesem Zug Gelegenheitsangriffe auslöst. Kriegst kein Attack of Opportunity. Okay. Aber ja, dann darfst du auch, glaube ich, keine offensive Handlung machen. Wie jetzt? An der Stelle. Jetzt ja, darfst du nicht angreifen. Du darfst keine offensive Handlung machen, sondern du ziehst dich halt zurück, sondern erst dann nächste Runde wieder. Ja, aber ich habe ja schon angegriffen, aber dann kann ich mich jetzt zurückziehen, oder was? Nee, wenn du schon angegriffen hast, kannst du nicht mehr. Ja, nee, dann hast du ja schon die Aktion gemacht. Aber es ist ja eine Bonusaktion. Ja, aber wenn du hast ja trotzdem schon offensiv gehandelt. Wenn da steht, du darfst keine offensive Handlungen ausführen, dann darfst du ja keine offensive Handlung. Dann hättest du jetzt von vornherein sagen müssen, was weiß ich. Das steht da so nicht, aber das kann natürlich sein, weil das ist normalerweise eine Aktion. Wenn sie das als Bonusaktion kann, dann kann das wahrscheinlich zusätzlich gemacht werden. Nein, lass ich nicht ja zu. Eben, sonst ist das ja gar kein Vorteil. Also ich meine... Wieso? Du hättest ja auch einen Heiltrank nehmen können und dich dann verpissen können. Er
erlauben dir deine geistige und körperliche Agilität, schnelle Entscheidungen zu treffen und dich rasch zu bewegen und zu handeln. Du kannst in jedem deiner Züge eine Bonusaktion verwenden, um damit die Spurtenrückzugs- oder Versteckenaktion auszuführen. Ja, okay, gut, dann mach das. Also kann ich mich jetzt zurückziehen? Dann zieh dich zurück. Okay, würde ich dann, wie macht man das dann? Ich ziehe mich jetzt, muss ich irgendwas würfeln? Nee, ne? Nö, musst du jetzt nur setzen dann. Einfach 5 Feet zurückgehen. Ja, so, bam. Gut, okay, da ist also eh nur der eine Schritt. Ich dachte, du könntest jetzt eine volle Bewegungsaktion machen. Okay, ja, dann rückt der natürlich wieder nach und greift dich mit Inflict Wounds an und muss einen Angriff würfeln. Mit einer 20 wird er treffen, ne? Ich habe dich jetzt leider nicht im Target gehabt. Ja, ist egal, dann bin Level ich Level 1, 3, macht 7 Schadenspunkte. Ja, dann habe ich jetzt minus 5. Ja, brauchst ja nur 0. Das ist ja egal. Du machst ja dann gleich einen Rettungswurf. Ich habe gerade irgendwie keinen. Mach das Programm automatisch. Nee, weil er hat mich. Nee, ich hatte ihn nicht im Target. Also, nee, ich meine, die Rettungswürfe macht's automatisch. Also muss ich jetzt 24 eingeben, ne? Meinen. Ja. So, bam, okay. Okay. Dann dürfte es jetzt einen Rettungswurf gegeben haben. Gab es einen Rettungswurf bei dir? Nee, sie war ja noch nicht dran. Erst wenn sie dran ist. Ach so, okay. Gut, Entschuldigung. Tia, du bist an der Reihe. Ja, ich würde gerne mit meinen beiden gezückten Kurzschwertern in der Hand dann hier reingehen. Boah, ich muss die Karte wechseln. Ja, kannst du machen. Dieser Raum ist leer, aber du hörst Kampflärm von oben. Dann renne ich nach oben. Okay, du läufst nach oben und ich gebe dir dann auch mal die andere Karte frei. Der Schwede, ey. Bitteschön. Mhm. Ja, du siehst, dass die Tür offen steht und hinter der Tür, da beschwört irgendjemand etwas, seine Tieflingsfrau. Ja, ja gut, wenn ich jetzt doppelt renne, also spurte, dann kann ich nichts mehr machen, aber ich käme bis da hinten hin. Nee. Du kannst doch mit dem Fall schießen, oder nicht? Ist die Tür denn offen, oder? Ja, die ist auf, klar, sonst könntest du es ja nicht sehen. 60, so. Okay. Range 150 ist dann die, dass er so weit, dass ich so weit schießen kann, ne? Ja, lass jucken. Gut, alles klar. Oh. Du schießt, aber du verreißt die Sehne und der Pfeil geht oben gegen den. Hast du nicht Inspiration? Ja, die gebe ich aus. Aber nein, nicht bei einem Patzer. Gibt's nicht. So, wir sind wieder bei dieser Zauberin hier. Ach, guck mal, da steht der Wisdom Elf dabei. Der Safe bei Command. Was? Ganz seltsam. Hier hat jetzt gerade gemacht. Ist jetzt nicht Nicoli dran? Nee, jetzt ist Felsupara dran. Nicoli ist danach dran. Die sehe ich ja nicht. Ach so, gar nicht. Kann ich doch reinnehmen, oder nicht? Haben wir nicht drin. Beiden haben wir nicht drin. Aber warum? Brauchen wir eh nicht, ist ja okay. Jetzt ist er ganz weg. So. Die spricht ein Command auf dich. Ich bräuchte einmal einen Rettungswurf Weisheit 11. Wer ist dich? Entschuldigung, Julia. Fliehe! Ruft sie. Niemals! Sehr schön. Ja, hast du geschafft, okay.
Das ist natürlich dann dumm. Das war ein erster Level-Zauber. Gut. Nikoli ist dran. Hold the door. Hold the door, okay. Dann ist der Kultist dran, den gibt es ja schon gar nicht mehr da unten. Kyralon. So, jetzt nochmal Scorching Ray, zweiten Slot verballern und ich baller hier nochmal drei Feuerstrahlen auf den Pelz der alten blöden Zauberin da. Wann darf ich eigentlich meinen Reroll einsetzen, der mir geschenkt wurde? Wenn du möchtest. Okay. Wann wurde dir denn einer geschenkt? Weiß ich nicht, steht irgendwo im Chat. Okay. Das ist ein Hit. Hier, Jeremy Sawyer, ein Reroll für Lorca. Für die nächste Kampfrunde braucht sie bestimmt. Ja, dann... Warum würfel ich denn da so kacke? Kannst du den nachher einsetzen? Ja. Oh, das war gut. Was hast du denn da jetzt gemacht? Drei Feuerstrahlen, also Scorching Ray. Gezaubert. Hattest du die im Target? Muss ich mich nicht drum kümmern? Nein, okay. Ist abgezogen. Alles klar. Du bist schwer verletzt, deine Gut. Gute. Ach, bist du immer... Was machst du denn jetzt? Ich hab Ach so. Gemacht, automatisch. Lorca, okay. Ja. Sehr gut, geschafft. Okay, dann ist Huawa wieder an der Reihe. Huawa, was macht denn der gute Huawa? Huawa, der zaubert plötzlich eine Waffe in seine Hand. Second Level da. Er hat jetzt eine Waffe in seiner Hand und fängt an, in deine Richtung zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5. 6, okay. Dann ist an der Reihe, der ist nicht da, Tia. Ich stürme nach vorne. Baller sie um. 35 darf ich. Alles klar. Die ist eh schon schwer verletzt. Dann soll sie doch in den Staub fallen. Eieiei, yes. Er trifft auf jeden Fall. So. Mit 8 Schadenspunkten und sie sackt so ein bisschen zusammen, ist aber noch da. Und damit ist sie jetzt auch an der Reihe und sie schreit dir nochmal entgegen. Fliehe! Weisheit. Niemals. Weisheitsrettungswurf. Scheiße, ey. Gut, Tia ist Mama. Willensstark und bleibt stehen. Nikoli Dulac macht wahrscheinlich unten immer noch Türdienst. Kyralon. Oh, genau. Schön. Junge, überleg dir das. Ja, eilt auf dich zu. Dann kriegt er einen Eldritch Blast. Dann wechsle ich mal eben das Target. Und dann zaubern wir halt auf ihn. Ja, und du zauberst den Eldritch Blast, aber er schlägt nicht in dem Huawei ein. Lorca macht wieder einen Rettungswurf, leider daneben. Und Huawa ist an der Reihe und er rennt mit seinem Schwert auf Kyralon los und greift ihn damit an. Warum habe ich jetzt da einen Pfeil? Ich muss dich auch mal ins Target nehmen. Sieht gut aus, oder, Kyralon? Das trifft auf jeden Fall. Das Spiritual Weapon musst du aber nicht in der Hand halten, weißt du eh, ne? Ja. Ach so, diese Fliegende sind das, ne? Ist egal. Der hat die jetzt in der Hand, alleine. Ist cool. So, 4 Schadenspunkte. Aber ja. Da müsste er automatisch abgezogen haben, ne? Alla. Okay. So, dann ist Tia wieder an der Reihe. Dann stürme ich mit gezückten Schwertern auf die gute Dame zu. Halte die an die Kehle. Ey, ihr immer mit eurem Halt dich an die Kehle. Ja, mach. Ja, was denn? Ja, mach, ist okay. Schneid sie durch. Greif an, umbringen, weg.
Ja, wollen wir sie nicht... Ja, lass uns sie töten. Sie schmeckt bestimmt gut. Okay, ich nehme das Schwert. Gute Idee. Und du triffst. Sie versucht noch auszuweichen, aber es reicht nicht. Du verwundest sie nochmal an der Wange, aber dein Schwert flucht und es geht weiter. Und sie versucht jetzt wieder Wunden bei dir zu verursachen. Er trifft nicht, ne? 9. 9 trifft nicht, ne? Ne, nicht wirklich. Okay. Ja, aber sie schafft es einfach nicht. Nikolai Delac horcht immer noch an der Tür, denkt sich, wo sind die alle? Kyralon. Lorca, du kannst mal eben einen Reroll machen für deinen Dingswurf gerade. Den Rettungswurf, ja genau. Okay, dann nehme ich das unter Failure raus, ne? Erstmal. Nein, mach erstmal den Reroll und wenn das dann passt, jetzt kannst du den Failure rausnehmen, ja. Also den Failure nehmen wir raus, genau. So, ich habe hier leider, habe ich hier echt diese Oberfläche nicht für Watchparty-Abstimmung verwalten. Vorhersage starten. Ich muss mal eben gucken, ob ich diese Freigabe hier reinziehen kann. Watchparty, Kanal raiden, Wiederholung starten, Loot verschenken. Abstimmung, Kanalhosten, Belohnungswarteschlange, Vorhersage, Chatverlauf, Umschalten. Hier kommt mir mit Klamotten an, ne? Ich finde es jetzt nicht. Loot verschenken, ist das Loot verschenken oder was ist das? Belohnungswarteschlange der Kanalpunkte, das vielleicht. Ich weiß es nicht. Cookies, da sind sie, die Reroll-Anfragen. Als abgeschlossen. Irgendjemand hatte noch einen Reroll. So, okay. Und den Dings mache ich gleich auch rein, den Heiltrank. Dann mache ich aber gleich, erinnert mich da nochmal dran. So, Kyralon, hattest du jetzt was gemacht? Noch nicht. Dann mach mal. Der macht keine Anstalten, der Junge, gell? Nein. Kyralon, du hast auch noch einen Reroll. Versohle ihm den Arsch. Bam. Denkt an seine Mutter. Der trifft aber. Womit hast du jetzt angegriffen? Eldritch Blast. Eldritch Blast. Wie viel hast du davon noch, ey? Unendlich. Das ist ein Cantrip, okay. So, gut. Der ist aber noch relativ fit, der Huawa. Und damit ist Lorca an der Reihe, die ihren Death Failure leider verkackt diesmal. Ich habe meinen Reroll eh nicht gebraucht. Kann nicht den Lorca den haben? Den kannst du auch Lorca geben, ja. Bitte. Echt jetzt? Ja, sicher. Bevor du stirbst, oder was? Leider tut sich da nichts dran. Aber jetzt... Aber ich nehme dann einen raus, ne? Genau, einen kannst du rausnehmen, ja. So. Trotzdem danke. Huawa versucht jetzt Inflict Wounds auf dich zu sprechen, Kyralon. Mit einer 16. Ja. Trifft, der tut weh, ey. 3W10, ja, hau rein. Ja. 14 Schaden. Nicht schlecht. So, und dann ist Tia wieder an der Reihe. Ja, ich versetze ihr den letzten Stoß hoffentlich mit dem sprechenden Schwert. Ja, ja, yeah, lass es uns tun. Und damit fällt sie in den Staub und ist tot. Ah, Kacke, ich hab vorhin was vergessen. Mann. So, Nikoli macht wieder Horchdienst. Kyralon. Ja. Du willst es wirklich wissen, Junge, hä? Wieso 9, ne? Du attackierst ihn und triffst ihn aber nicht. Eieieiei, verdammt nochmal. Lorca. Ein Failure. Ich bin tot. Huawa, ne? Ist an der Reihe. Und Huawa versucht erneut eine schwere Wunde zu verursachen. Hat der noch Spellslots, der Hund?
Aber das verkackt er. Gott sei Dank. Das war nix. Gut, dann ist Tia an der Reihe. Du siehst, dass es Lorca nicht gut geht. Ja, die liegt ich da würde bewusstlos. Gerne versuchen, sie zu stabilisieren. Ja. Und ich hoffe, dass das gut geht. Wieso gibst du ihr nicht einfach einen Trank? Weil das gut geht. Okay, dann ist Lorca stabilisiert auf jeden Fall. Hast du 0 Punkte und bist soweit stabilisiert. So, Nicolai macht wieder Horchdienst, Kyralon. Na, das heißt, ich muss keinen Death Saves mehr machen. Nein. Also wenn du, ne, trag deine Wunden raus, dann macht er ja eh kein Death Save mehr. Was trage ich denn dann? 1-0? Oder was? Ja, ein, genau. Okay. Ein. Oder ein, ist ja wurscht, mal ein. Ja, ich greife ihn wieder an. Den kleinen Psychopathen. Ey, das ist... Warte, das ist schon die 5. 9, glaube ich, die ich heute würfel. Machst du wieder 9? Ja. Alter, also, wir müssen, also ihr habt schon wieder 2 Reroll-Anfragen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss das ändern. Das ist zu viel, Freunde. Hört jetzt auch mal auf, das reicht jetzt mal. Trotzdem sehr nett. Ja. Ich muss die Punkte hochsetzen, sonst wird es ja gar nicht spannend hier. So, was hast du? Hast du nicht geschafft? Wieder 14, nein, ich habe wieder eine 9 gewürfelt. Ja, ich habe gedacht, dass man mal, wenn so ein bisschen, ne, aber die sollen ja auch merken, dass sie ein bisschen aufpassen müssen, was sie hier machen. Ne? Lorca, was machst du? Heiltrank nehmen wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, Moment, schau mal kurz. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Kampf so lange geht. Ich habe keinen. Du hast keinen, du hast aber eine Gemeinschaftskasse, genau. Welche. Oh ja. Ja, dann würde ich mal einen nehmen. Dann mach das mal. Ist das ich dann trage so eine ab, ne? Gemeinschaftskasse wie bei Mickey Maus Wunderhaus? Genau, die habt ihr alle in eurer Tasche. 2W4 plus 2. Oh, Toodles! 2W4 plus 2. 4 plus 2. Wie kann ich das denn eintragen, dass er das einfach würfelt? Ja, du nimmst einfach einen Vierer, machst einmal Rechtsklick mit der Maus, dann hast du 2 Vierer in der Hand und dann schmeißt du die da rein und die plus 2 kannst du dann noch drauf machen. Oder was meinst du? Kannst vorher anklicken, die plus 2. Ach so, ja, oder so. 2, 4. Ja, ist doch, da ist doch mal mega. Ein mega Heiltrank hast du, der war wohl schon schlecht oder was? Wisst ihr, so kommt das, wenn der die Community so viele Tränke reinballert, dann verlieren die ihre Wirkung. So ist das halt nun mal. So, der Hua, der steht immer noch bei Kyral und du siehst schon wieder, wie er seine Hände hat auf dieses Scheiß Inflict Wounds macht. Freund der Nacht, ne? Der hat nur 4 Slots, steht in der Dings. Der hat sicher schon 4-mal gezaubert. Nein, ich zieh doch immer brav ab. Der hatte ja einen des zweiten gemacht. Er hat ein Hold Person und dreimal ein Spiritual Weapon, war auch zweiter. Und jetzt kommt wieder Inflict Wounds, mein Freund. Und mit einer 17 halte deine 17 Schadenspunkte. Und du stirbst. Es haut Kyralon aus den Socken. Ihr seht, wie Kyralon plötzlich aufschreit und er wird von einer grünen Wolke umnebelt und sackt einfach nur zu Boden. Und Huawa lacht. So, Tia. Wenn das deine Mutter wüsste. Also. In und da ich dann mit dem Schwert nicht dran komme, muss ich nochmal schießen. Ja, du ziehst deinen Bogen von der Schulter und verursachst direkt einen kritischen Treffer. Babutz. Mit 10 Schadenspunkten. Und er schreit auf, als die Pfeile in ihn einschlagen. Hattest du ihn anvisiert? Ja, eigentlich. Ach nee, nein. Okay, dann mache ich die manuell. Und er ist aber noch im Saft, aber er sieht schon sehr angeschlagen jetzt aus. Nicolai Dulac horcht immer noch an der Tür. So, Kyralon verkackt seinen ersten Rettungswurf.
Ich ignoriere jetzt irgendwelche Reroll-Dinger da an der Seite. So, Schwert hat schon wieder gesprochen, mein Freund. Lorca, du bist dran. Du bist immer noch sehr angeknackst mit deinen paar Punkten. Müsste ich dann jetzt noch einen Heiltrank nehmen, oder was? Ja, müsstest du noch einen Heiltrank nehmen. Kasse ist ja voll. Dann nehme ich noch einen Heiltrank. Ihr habt das, ja. Das ist dann deine Aktion. Und du könntest noch laufen, wenn du möchtest. Also, was war das? 2W4 plus 2. Das plus 2 einfach da unten anklicken? Ja. Und dann 2W4. Wir haben bestimmt so eine Kiste dabei, wie so Schulmilch, oder? Mit Heiltränken. 9. Ja, 9 Trefferpunkte dazu, das ist ja schon mal ein bisschen was. Dann hast du ja schon mal wieder ein bisschen. Möchtest du dich noch bewegen? Möchte ich. Warum auch immer. Ich spurte dann auch. Dann, wie weit kann ich dann gehen? Doppelte, ja, spurten, ne? Kannst du jetzt nicht mehr. Du hast ja jetzt schon Dings genommen. Oh, ist das eine keckliche Kacke. Ja, so. So, Huawa ist an der Reihe. Ich habe den... 0, okay. Huawa, Huawa versucht, was versucht er denn? Was ist denn mit dieser Spiritual Weapon? Bleibt die dann, wenn er was anderes zaubert, oder ist sie dann weg? Nö, eine Minute. Nö, die fliegt ja da rum, ne? Damit greift er an, auf zwar die Tia. Warum hat der jetzt zweimal gewürfelt? Spiritual Weapons? G20 plus. Ist Kyralon noch im Visier. Aber warum hat der denn jetzt einen grünen Würfel da gewürfelt? Weil du... Achso. Weil du mich im Visier hast. Ja. Ach so, okay. Das macht ja gar keinen Sinn. So, dann nehmen wir dich hier und dann hat der eine 4 gewürfelt und dann hat der daneben gehauen. Gut, dann haben wir wieder Tia. Mhm. Dann gehe ich den Rest auf ihn zu, ziehe dabei das magische Schwert. Ja. Und mein Charakterbogen. Jetzt schnappen wir ihn uns. So, und schlag richtig zu. Und schlag mal richtig zu. Mit einer 15, das sollte treffen, ja. Und mit einer 8. Und damit liegt Huawa auf dem Boden. Mutter, Mutter, ich wollte doch nur zurück zu Mutter. Und stirbt. Ja, und so steht ihr dort im Turm. Kyralon, ich würde direkt mal den, liegt auf dem Kyralon Boden stabilisieren. Und stirbt. Skills, ne? Aber man stabilisiert doch mit einem Heiltrank automatisch, oder? Also in meiner Welt stabilisiert man mit einem Heiltrank automatisch. Nein, ich kann keinen nehmen. Ich flöße dir einen ein. Unconscious. Ja, dann flöße ihm mal einen ein. Wer mag würfeln? Haben wir noch? Ihr habt noch, klar. Plus 2, soll ich würfeln? Du kannst von mir aus würfeln. 4 Stück habt ihr jetzt noch. 2W4 plus 2, ne? Jo. Das sind 6 Punkte, die ihr dazu kriegst. Wenn du mich ins Target nimmst, das nächste Mal, kannst du... Ach, Target, ja. Gut wär's. Drauf, dann macht er das auch, aber ist egal. Dankeschön. So. So, ich guck jetzt erstmal. Ich gehe zu diesem Huawa hin und greif mir den und schüttel mir den so. Du blöder Arsch! Ja, der ist tot, ne? Ja, es macht mir nichts. Okay. Ja, du schüttelst seine Leiche durch, du lässt deinen Frust an ihm aus und der leblose Körper klatscht dann irgendwann auf diesen kalten Felsstein. Durchsuch ihn besser. Ja. Hat er vor allem die Alte. Die sowieso.
Gehe ich mal hin zu der. Ach so, die alte, muss ich noch mal eben gucken. Warte mal, was die dabei haben. Wir rufen mal durch die Skischarte. Henning, an der Tür, Nikoli, an der Tür, alles klar? Ja, hier unten ist alles bester Ordnung, ehrlich gesagt. Aber es ist ein bisschen kalt hier unten. Soll ich nicht lieber zu euch nach oben kommen? Trinken lieber den... Ja, wir kommen ja gleich zu dir. Wir müssen auf jeden Fall noch Ja, okay, dann warte ich noch hier. Platt machen. Da ist... Also bei der ist nicht zu finden und beim Hua war auch nicht... Tragen halt beide diese Amulette, aber Werte von, also Gegenstände von Wert haben sie nicht dabei. Naja, wenn das, das Gestein selten ist, dann hat das ja auch wahrscheinlich ein bisschen Wert. Ja. Ja, dann lass uns schnell zum Nikoli gehen, oder? Ja. Also geht die wieder runter? Ja klar, sollen wir hier oben noch. Ich hätte sonst aber trotzdem die Steine von deren Hälsen geschnitten und irgendwie in die Ecke gepfeffert. Das kannst du ja dass machen. Dass sie die nicht mehr tragen. Das ist ja kein Problem. Vielleicht so, dass das Gestein kaputt geht, wenn man das auf den Boden schmeißt. Vielleicht können wir das sogar noch verkaufen. Oh ja, besser doch nicht. Das ist selten. Doch, ja. Das ist total wertvoll. Was nun? Tja, wir gehen zu... Kardebrot. Ja, wir werden ihn damit konfrontieren, dass alle seine Schergen jetzt geschlagen sind und er soll aufgeben. Ja. Ja, ihr steht dort unten vor der Tür. Der Wind pfeift um eure Ohren. Und... jetzt habe ich mir die Karte zugemacht, ich Idiot. Es ist ziemlich kalt. Und diese Tore ragen vor euch auf wie ein gewaltiger Riese, der euch den Eintritt verwehrt. Die Türen verschlossen. Das wisst ihr nicht. Müsst ihr probieren. Tür auf. Ja, die Türen sind auf. Alles gut. Ihr könnt rein. Ist jemand zu sehen? Nein, der Raum ist leer. Der Koch steht in der Tür und spingst etwas... heraus. Was ist passiert? Fragt er. Der hatte kein Amulett, ne? Nein. Ich ignoriere den jetzt. Der Kardrot hat den Sprecher festgesetzt und gegen seinen Willen hier eingesperrt. Ja, das weiß ich doch. Ach so, ihr wart einer der treuen Diener, die gedroht wurden zu töten, aber ihr wurdet gebraucht, weil ihr Essen kocht, oder? Ja, natürlich. Ich kann so viele Gerichte mit Schweinshaxen machen. Das glaubt ihr gar nicht. Mach das. Der spricht die Wahrheit. Gut. Ja, wisst ihr... In seinen Privatgemächern gibt es da irgendeinen geheimen Ausgang? Oder ähnliches? Nun, davon weiß ich nichts, das kann ich euch nicht sagen. Bin hier nur der Koch, solche Sachen werden mir nicht erzählt. Was ist mit eurem Gehilfen? Mit dem Tieflingsgehilfen? Gehört der Junge, der steht auch da und guckt ganz zitternd, der hat sich so halb unterm Tisch versteckt. Er ist okay, lass ihn in Ruhe. Mit ihm ist alles okay. Der hat auch keinen Stein. Nein. Okay. Ja. Ah, oben also, war noch eine Wache vor der Tür, ne? Und ja. Ist der auch schon rausgelaufen? Der ist jetzt einfach halt halber auch rausgelaufen, ja. Und in dem Moment steht oben in seiner Unterhose auch der Sprecher. Hey, was ist denn da draußen los? Schlachtenwüter-Unterhose. Ich hab gesehen... Ihr habt ja da richtig aufgeräumt. Endlich war mal was zu sehen in meinem Fenster. Ah, und er kommt in seiner Unterbuchse und dem langen Hemd da runtergedackelt. Schlachtenwüter, ne? Ja. Sehr geil. So. Ja. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Aber Kardot, ihr müsst sehen, vielleicht ist er durch den Geheimgang verschwunden. Welcher Geheimgang?
Na, bei mir im Gemach. Da gibt es natürlich einen Geheimgang, der aus der Burg herausführt. Wäre euch das nicht aufgefallen, wenn er da durchgegangen wäre? Was? Wäre euch das nicht aufgefallen, wenn er da durchgegangen wäre? Ich dachte immer, ihr Elfen wärt clever, doch nicht in meinem Gefängnis da oben. In meinem normalen Gemach. Nicoli, tritt die Tür ein. Nur weil ich da kacke, heißt das nicht, dass ich auch da wohne. Geh mit dem Schild voran, bitte. Ja, das mach ich sofort. Ich geh mal voran. Genialer Form. Sehr schön. Ja, und ihr könnt reinkommen. Hier ist niemand. Ja, dann gehen wir rein und schauen uns um. Alles Klärchen hier. Ihr dürft nicht schrägen laufen. Ja, das geht nicht. Da lauft ihr gegen eine Wand. So, ich mach das jetzt gar nicht mehr. Da müsst ihr jetzt selber sitzen. Auch das geht nicht. Das ist genauso eine schräge Julia. So ist brav. Aber ihr könnt auch Punkte setzen, glaube ich. Wie denn? Loslassen zwischendurch und dann weiterziehen. Oder? Das könnte gehen, okay. Wie hast du das denn eben gemacht, Überlon, Lars? Du hast einen so schnell gezogen. Ja, der Lars kann das. Wie machst du das, Lars? Draufklicken, bewegen, loslassen. Nein, ja, aber deiner... Das hast du zu schnell bestätigt. Ja, und dann weitergehen. Ist ja auch egal. hier in eurem Gemach... Wo ist dieser Geheimgang? Wir müssen schnell handeln, sonst ist... Sonst da ist hinter weg. Dem Kamin, da ist ein Schalter und er geht hin und betätigt den und eine dunkle Tür führt in ein kaltes Loch, das sich vor euch auftut. Nun, hinein. Ja, bevor wir da reingehen, ich muss schon seit einer Stunde sitze ich hier und müsste unbedingt mal den goldenen Nachttopf füllen. Und da machen wir jetzt mal eine kleine Pause, ja, Freunde der Nacht. Wir sehen uns gleich sofort weiter, wieder. Im Bühmann gehen. Ja, fremde Zauberer sind immer fies. Ich hätte ihn gern eigentlich, den Jungen verschont, ja. Mhm. Ich auch. Aber der war, glaube ich, nicht dafür bereit, verschont zu werden. Darf die Mutter nie erfahren. Ich kann mich in der Stadt nie wieder blicken lassen. Hm. Da lüge ich ihr schon eine Geschichte vor, das kriegen wir schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte. Natürlich nicht. Ich habe beim Freund aufgepasst. Ja. Wie war das? Ich frage für einen Freund. So ist es. So, alle noch weg hier. Danke. Die Damen sind zusammen aufs Klo gegangen. Ach so, ja, war ja klar. Das war ja klar. Warum stehen denn bei euch jetzt keine Zahlen da bei dem Stream? Oder sind die im Stream, sind die nur hier in der Vorschau nicht? Nee. Hm.
Hello. Die Zahlen sind nicht da. What? Die Zahlen sind nicht da, sag ich. Was für Zahlen? Diese ganzen Zahlen, die ich hier eingefügt habe, mit Stärke, Konstitution und so, damit man das sehen kann. Hm. Im Dings verstehe ich nicht, warum der nicht da ist. Main PU Line in Modul, in der Never Ending Loop, in Pass Commit Trigger hat er irgendwie einen Fehler. Hm. Rechts an der Seite meinst du? Ja, ja, genau. So, ja, wie, was macht ihr weiter? Ne, macht er nicht, will er nicht, keine Ahnung, ob da falsch gelaufen ist. War zu viel im Kampf wahrscheinlich. So, wat, wie sieht's aus, was macht ihr? Ja, da reingehen, dachte ich jetzt, ne? In den Tunnel. Aha. Also, ja. Kyrallon würde zurückbleiben. What? Ja, mir, ich bin voll angeschlagen. Ach so. Nehmt lieber noch einen Halttrank. Die soll man ja auch nicht trinken wie Saft oder ähnliches. Aber wir brauchen das jetzt. Ich glaube eh, dass der schon längst entkommen ist, oder manche nicht. Auf der anderen Seite, Tia ist eine gute Jägerin. Ach, was soll's. Ich werde schon nicht getroffen werden. Ich verstecke mich einfach hinter Nicoli. Ja, ich gehe auch mit. Scheiß drauf. Ja, und so geht ihr hinab in diesen Tunnel. Und du hast noch den Effekt bei dir drin, Entschuldigung. Kyrallon. Du bist unconscious. Ja, das musste mich herausnehmen. Habe ich rausgenommen. Danke. Jo. Und so geht ihr dort hinab in diese Höhle, diese Kaverne und folgt dem Pfad. Er ist halt erst gemauert und führt immer tiefer hinein und hinein und nach etwa 2 oder 3 Minuten kommt ihr an eine Felswand, die euch den Weg versperrt. Ja. Weiche. Felswand. Ich taste sie ab. Ja, du tastest sie ab. Guck mal, ob du da irgendwelche Geheimmechanismen findest. Was muss ich dafür würfeln? Perception? Kann ich sowas nicht gut erkennen? Nee, find's nix. Ich untersuche das auch. Geht's da nicht weiter? Was ist denn hier? Hier ist eine Wand. Ja, vielleicht gibt es ein Loch in der Decke oder so. Schon mal wer nach oben geschaut? Ja, du gehst genau dahin, wo Lorca gerade hinguckt und drückst da einen Stein rein und die Tür schwingt nach außen auf und du siehst in die weiße Tundra, die sich hinter Kerdineval ergibt. Fußspuren? Achtung, Kelvins Kern führt. Ja. Ihr seht Fußspuren. Dann folgen wir denen geschwind. Wie frisch? Also wie die sind relativ frisch. Buge ab. Mach mal einen Survival-Check. Tia. Mhm. Also ihr schätzt so eine Viertelstunde. Und wo führen, in welche Richtung führen die? Richtung Norden. Also weg von Kaer Dineval. Ja. Wir können doch jetzt nicht einfach hier uns in den Schnee vor. Nee, wir haben keine Dings dabei, ne? Wir haben nichts dabei. Das können wir nicht tun. Wir werden ihn schon wiederfinden. Oder? Er wird sich ja wohl jetzt nicht in Luft auflösen können. Naja, bei dem Schnee werden die Spuren schnell verwischt sein. Wir könnten mit unseren Axtschnäbeln möglichst schnell die Spur verfolgen.
Dann, Aber wir haben auch so nichts dabei. Also ich meine, wir müssen unseren Kram doch wenigstens irgendwie holen. Wir sind voll angeschlagen zum Teil. Bisschen und manche mehr. Wenn der uns jetzt, wenn er Zeit hat, quasi uns einen Hinterhalt zu legen, dann läuft das nicht gut für uns, glaube ich. Besonders, ihr müsst das jetzt auch mal so sehen, das waren gerade, war das der Crap, ne? Er ist der Boss. Was war das? Das war der Crap gerade und er ist halt der Boss. Was heißt denn hier der Crap? Ja, der Müll. Das normale Crap und er ist das mit Nutella. Ach so. Matipa, herzlich willkommen. Er ist das Crepe Suzette. Ja, lasst uns sein Arbeitszimmer durchsuchen. Vielleicht finden wir da noch irgendwelche Anhaltspunkte. Mhm. Wenn wir Glück haben, erfriert. Erfriert der Penner irgendwo. Ach, der erfriert nicht. Unkraut vergeht nicht. Ja, und wie ihr meint. So geht ihr zurück ins warme Schloss. Und an dem Tisch steht schon der Sprecher in seiner Unterbuchse und sortiert da alles. Nun, ihr seid ja schon wieder da. Ach, das hat Zeit bis später. Das nun, bitterkalte Temperaturen hier. Der Vorsprung ist zu groß. Ja, wir verriegeln das Tor und dann wird's das gewesen sein. Er wird sich nicht mehr blicken lassen, denke ich. Guckt euch das hier an. Ihr wisst es, die wollten hier einen Kult aufbauen. Seht euch das mal an. Ja. Was für ein Kult? Ja, ein Kult des Livistus, eines Erzdämons. Das kann doch alles nicht wahr sein. Aber ja, ich habe auf jeden Fall etwas bei euch gut zu machen. Ihr habt mich befreit aus den Händen dieser verrückten Kultisten. Die Burg hier in Kerdineval soll euch immer als Unterschlupf dienen, wenn ihr in der Gegend seid. Scheut nicht, hier anzuklopfen und... Sehr schön. Wir erzählen ihm natürlich auch die Geschichte von den Dürger. Das sind wirklich beunruhigende Nachrichten. Aber ich kann euch dazu auch nichts sagen. Ich weiß da auch nichts zu. Tja, ihr solltet auf jeden Fall irgendwo so weitere Soldaten anfordern, um die Burg abzusichern. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde Boten nach... Vielleicht könntet ihr nach Kerkonik reisen und dort Bescheid geben, was hier passiert ist. Ja. Wobei die da auch wohl ein bisschen Schwierigkeiten haben, wie wir gehört haben. Was habt ihr denn da gehört? Lasst uns doch erstmal... Die Kehlen sind ganz trocken. Lasst uns doch erstmal ein Bierchen organisieren. Hat der seine ganze Ausrüstung mitgenommen? Wahrscheinlich der Typ, oder? Ja. Der hat seine Ausrüstung soweit mitgenommen, ja. Okay. Vielleicht kann euer guter Koch vielleicht eine Kleinigkeit zubereiten, meine Güte. Der ist schon rausgegangen. Okay. Der ist schon rausgegangen. Plötzlich hört ihr so. Ist auch geflohen, oder? Ihr seht ihn da nicht. Plötzlich hört ihr so aus der Küche: Was soll das heißen? Es gibt in ganz Kerdineval kein Bier mehr. Was wollt ihr damit sagen? Oh weh. Oh. Ist ja schon länger eingesperrt gewesen, oder? Unsere drei Probleme. Kein Bier, kein Sauerbraten. Kein Level Up. Das ist ja irgendwie... Ist der... alles nicht so gut. Fragen wir den Koch und den anderen Jungen. Habt ihr den Assistenten von dem... Geflohenen irgendwo gesehen oder ist der auch abgehauen? Nein, wir haben nichts gesehen. Sie sind verschwunden im Zimmer und seitdem wurde nichts mehr von ihnen gesehen. Ich denke, dass er mit ihm geflohen ist. Hatte der Assistent ein eigenes Zimmer? Der Assistent war in dem Zimmer vor dem Zimmer des Kardot. Ah, okay. Und da haben wir auch schon geguckt. Ja. Da habt ihr auch schon alles durchsucht. Okay. Ich bin nicht zufrieden.
Und wieso seid ihr nicht zufrieden? Setzt euch, es gibt jetzt erstmal ein Festmahl, ihr habt die Burg befreit. Was gibt's da nicht zufrieden zu sein? Ja, wir haben die Burg befreit, aber die Wurzel des Übels haben wir eben noch nicht gepackt. Er wird wahrscheinlich jetzt irgendwo anders hin und versuchen, erneut einen Kult aufzubauen. Ach, die Kälte draußen wird ihn schon über den Jordan bringen. Also, da macht euch mal keine Sorgen. Und er muss erstmal auf jeden Fall seine Wunden lecken und das ist das Wichtigste. Ich bin mir da nicht sicher. Solche Geschöpfe, die interessieren sich nicht für ihre Wunden. Die fangen direkt an, wieder diese Kulte aufzubauen und das Übel fängt von neuem an. Nun gut, wenn es uns jetzt erstmal nicht betrifft, soll's nicht meine Sorge sein. Es gab etwas zu essen? Ja, und er kommt halt mit so einer, mit Rouladen rein, die er euch hinstellt. Rouladen, so, so. Riecht ja gut. Riecht wie Ziegenrouladen und aus der Küche ist kein Mähen mehr zu hören. Ja, so ist das. Riecht ein bisschen streng. Schmeckt euch mein Essen nicht? Doch, doch. Mhm. Bier wäre gut gewesen. Er geht in die Küche. Dann kann ich immer alles sagen. Verärgert nie einen Koch. Hat der denn jetzt auch so einen Stein um den Hals? Wer? Der hat keiner einen Stein um den Hals. Der Kranok Siva. Nein. Warum sollte der einen Stein um den Hals haben? Nein. Hätte ja sein können. Warum sollten sie den dann wegsperren? Weil wir noch nicht wissen, was dieser Stein macht. Genau. Ach so. Wir sammeln auf jeden Fall mal alle ein, gell? Hätte ich gesagt, von den ganzen. Ja, Dingen. Ihr guckt euch um und ihr findet so ein halbes Dutzend dieser Steine und dieser Ketten. Können wir die irgendwie zerstören? Warum wollt ihr die immer kaputt machen? Die sind hochgradig selten. Ihr könnt wer packt die denn ein? Möchtet ihr sie euch umhängen, Kyra? Nee, aber ich pack die gerne in meine Tasche. Wenn es so ist. Vielleicht kann man alle aufeinander knüpfen wie eine Perlenkette. Wir sollten auf jeden Fall, wenn wir irgendwann die Gelegenheit haben, jemanden sich das anschauen lassen, der das identifizieren kann. Das wäre schon nicht schlecht. Ja. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich sollten wir uns jetzt erstmal ausruhen. Kyralon, ihr solltet erstmal zu Kräften kommen, ich ebenfalls. Jo. Und Schlaf wäre wahrscheinlich gut. Essen und dann entscheiden Schlaf. Wir morgen, was wir tun. Es ist zwar erst morgens, aber trotzdem. Also ich möchte mich den Tag ausruhen. Ja, dann ruht euch aus, ja, macht eine lange Rast. Dann könnt auch zwei lange Rasten dann machen, wenn ihr möchtet. Ja. Dann verballert vorher eure Punkte. Ich würde gerne nochmal auf den Hof gehen und mal schauen, ob von meinen Pfeilen ein bisschen was heile und übrig geblieben ist. Von meinen Verschossenen. Ja, du kannst dir 10 Pfeile wieder aufschreiben. Gut, ich bin wieder voll. Kann ich die lange Rast machen? Alle fertig? Ich hab nichts, ja. Okay, wenn ihr möchtet, könnt ihr nochmal Punkte verteilen und ich mache noch eine lange Rast. Nicht nötig. Nicht nötig? Also Punkte nicht verteilen. Ich bin jetzt nach der langen Rast bin ich auch voll. Okay, aber mache ich noch eine lange Rast, ne? Gut. Jetzt sind die Punkte auch wieder da, komischerweise. Im Spiel. Naja, gut. War nicht ausgeruht, daran lag es bestimmt. Das kann sein.
Ja, und so bricht dann nach einer langen, kalten Nacht der nächste Tag wieder an. Ja. Was habt ihr noch vor? Nun, wir haben unseren Auftrag hier ja erstmal soweit erfüllt. Und zwar haben wir nach Huawa Ausschau gehalten. Wir haben herausgefunden, was mit Kranok Siva ist. Nun, Ker Dineval ist erstmal wieder in der Hand des Sprechers. Wir können uns nun einer anderen Sache zuwenden. Und sei es Kadrod irgendwie gen Norden folgen. Ja, im Norden liegt Ker Konik, ne? Ker Konik. Gibt es dort auch eine Burg? Fragen wir den Sprecher. In Ker Konik gibt es eine alte Ruine, ja. Aber sie ist nicht mehr intakt, dort lebt niemand mehr. Ja, vielleicht bis gestern schon. Vielleicht. Oder diese Räuber, von denen berichtet wurde. Ja. Dort sollen ja Waren verschwinden. Okay, davon weiß ich nichts, da kann ich euch nichts zu sagen. Genau, wir können diese Pin-Nadel von Ker Dineval eigentlich entfernen, ne? Weil es sozusagen abgehakt. Nicht, dass wir irgendwann hier ganz viele lose Pinnadeln auf unserer schönen Karte haben. Merci. Bitteschön. Nun, ich würde auch vorschlagen, Ker Konik. Ja. Ja. Tja. Sagen wir dem Sprecher nochmal, momentan haben wir natürlich Verständnis für seine Situation. Vielleicht geht es sich, wenn wir das nächste Mal uns sehen oder hier einquartiert werden, dass wir dann eine Belohnung kriegen, die angemessen ist. Jawohl. Wir sind doch ein hohes Risiko eingegangen. Ach so, ihr wollt ich wäre hier eine fast gestorben. Belohnung. Ja, dann sagt das doch. Wartet mal, was habe ich denn hier? Was könnte ich euch denn dafür geben? Wartet doch mal. Da lasse ich mich doch nicht lumpen, glaube ich. So eine Unterhose wäre schon, aber eine frisch gewaschene, bitte. Nicht die getragen. Interessantes Logo, ja. Was soll das denn heißen hier? Baumwollschlüpper. Im Winter Schlachtenwüter. Ha! Was stellt ihr euch vor? Unglaublich. Welche Schlacht wollt ihr in eurer Baumwollbuchse denn eigentlich angehen? Schlacht. Obwohl wahrscheinlich ist das kein Baumwollschlüpper, sondern eine Wollbuchse. Nee, der hat tatsächlich nichts anderes. Gibt nichts. Wie? Außer seine Baumwollhose? Der ist ein Sprecher von diesem Dorf und der hat nichts. Ja, der bietet euch an, da zu wohnen und zu leben in dem Moment, ne? Das ist ja schon großzügig genug. Großzügig. Genug ist immer so eine Interpretationsfrage. Aber ja, das. Also ich würde versuchen, schon mit ihm zu handeln und zu sagen. Ja, hier, ich habe für jeden noch 20 Goldmünzen. Aha. Wo man dann hinkommt nach so einer langen Diskutiererei. Kyralon hab Dank. Und einen goldenen Nachttopf habe ich auch noch, den könnt ihr auch mitnehmen, wenn ihr möchtet. Den können wir einstellen. Ah, der ist noch voll geschissen. Dann doch lieber die Buchse. Den doch bitte einmal mach sauber. Mach mir erstmal leer, bitte. Ja. Dampft ja noch. Ja, du hast ihn ja vorher beim Geschäft gestört, stimmt. Oder nicht? Ja. Daher. 20 für jeden? Ja. Ja, sehr gut, danke. Danke. Ich sag nichts. Gibt's in Ker Konik gibt's auch einen Sprecher, ne? Es gibt in jeder Stadt von 10 Städten einen Sprecher, ja. Sollen wir dem Trovus heißt der. Von ihnen eine Nachricht überbringen, wegen vielleicht Soldaten oder irgendwie was? Ja, ich werde mal sehen, was die Stadtmiliz noch aufbringt, aber ihr könntet dem auf jeden Fall schon mal Bescheid sagen, ja.
Ja, ist der Sprecher von Kerkonic? Trovus. Ah ja. Ein Empfehlungsschreiben eurerseits wäre vielleicht auch ganz hilfreich. Das kann ich euch gerne aufsetzen, ja. Und was ganz großartig wäre, ich weiß nicht, ob das in deren Befugnis liegt, aber einen Steckbrief quasi auf den Dings ausgestellt. Ja, da kann ich jetzt hier nichts tun, das tut mir leid. Okay. Habt ihr keinen Zeichner hier, der irgendwie so ein... Meine Leute hier wurden alle umgebracht. Was glaubt ihr, wo ich hier einen Zeichner jetzt herholen soll? Aus welchen Reichen kommt ihr? Egal. Euer Koch kann doch vielleicht ein paar Striche auf ein Papier bringen. Er verdreht die Augen und geht aus dem Raum. Du scheinst ihn ein wenig zu nerven. Lass uns nach Kerkonic weiter. Vielleicht sind dort nicht nur die Hunde begraben. Furchtbar hier. Ja, sonst braucht man von dem nichts weiter, oder? Nee. Nimm dir den Baumwollschlüpper und los geht's. Was mit dem Dürger haben wir ihn auch gesagt? Hat ihn ja auch brennend interessiert. Ja, hat ihn ja interessiert, aber er kann nichts dagegen tun, hat er gesagt. Sprecher von so einem Dörfchen hier von 10 Städte zu sein und man kann einfach gar nichts, da kann ich ja mehr. Wir sollten Sprecher von Kerdineval sein. Ist mir zu kalt hier. Ja, ich will's auch nicht, aber wir werden nachher, wenn es wieder warm ist, vielleicht. Okay, schauen wir. Unglaublich. Falls der Nikoli die Sonne tatsächlich zurückbringen kann, können wir es uns überlegen. Na. Nun, dann, holen wir mal unsere Axtschnäbel. Ich hoffe, wir sind noch nicht zugeschneit. Ah ne, ja. Wir hatten ja in den Hatten wir nicht Stall, einen Hundezwinger? Ne? Die haben die Hunde mittlerweile alle gespielt. Nee, ihr hattet die an dem Hundezwinger dran gemacht, an der Seite vom Hundezwinger. Okay. Ja, dann lass uns auf den Weg machen, oder? Ja. Ich denke schon. Ja, und so... Moment. Ich steige noch mal ganz kurz ab. Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Bin gleich wieder da. Warum? Ja. Würde ich noch mal ins Haus schnell reinlaufen und zu dem Sprecher noch mal gehen und ihn fragen, ob er eine Ahnung hat, wo ich eventuell für meine Quest den Ort finden könnte, den ich suche. Du weißt, von welcher Quest ich spreche, oder? Ich weiß meine nicht, meine Aufgabe, warum ich hier bin. Ort du suchst. Ja, ich suche ja Artefakte für mein... Ja. Der wird mir irgendwas dazu gesagt haben. Ich frage ihn, ob er da irgendwelche... Nun, es gibt eine alte Legende, dass mal irgendwann eine große Stadt hier abgestürzt sein soll. Und es gibt wohl, also, ja, wie drücke ich das am besten aus? Wo ist denn diese verdammte... Kannst du mir auch gerne beim nächsten Mal irgendwie was Genaueres zu sagen? Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen. Ich wollte nur sagen, dass ich das mache, dass ich halt mal einen Anhaltspunkt habe. Nun, es ist eine Stadt, der Netheril mal irgendwann anscheinend hier abgestürzt, so sagen die Legenden. Und ein Teilstück dieser Stadt soll irgendwo in der Tundra liegen. Ein alter, abgebrochener Turm, der bei dem Crash wohl davon geflogen ist. Vielleicht findet ihr dort irgendetwas, das ihr sucht. Ja, da werde ich die Augen drauf oder nach offen halten. Alles klar. Ja. Dann würde ich rausgehen und halt eben rausgehen, dann mein Hosenschlitz. Das wollte ich nicht in der Kälte machen, entschuldigt bitte. Das war etwas viel Kaffee heute Morgen. What?
Hast du den Baumwollschlüpper angezogen oder was? Ja. Magischer Baumwollschlüpper des Schlachtenwüters. Plus eins. Plus eins. Plus zwei mindestens. Aber auf was? Auf Weitstrahlpinkeln. Genau, im hohen Bogen pinkeln. Filigrane Buchstaben. Runen. Runenpinkeln. Leise pieselt das Reh. So, was macht ihr? Ah, oh, Micha, du bist viel zu ernst. Auf die Schnäbel und dann der Straße nach Kerkonig folgen. Dürfte ja gar nicht weit weg sein, ne? Ja, Kerkonig ist ungefähr zu Fuß 2 Stunden unterwegs. Mit euren Axtschnäbeln schafft ihr das in 1 Stunde. Ja, das wird zeigen. Auf den Weg. Ja, und so reitet ihr wieder einmal durch das Eiswindtal und friert euch dabei, gepflegt gesagt, den Hintern ab und kommt dann irgendwann auch an der Stadt Kerkonig an. Die weißen schneebedeckten Hänge von Kelvins Cairn ragen weit hinter dieser ruhigen Stadt am See auf. Kerkonig begann als Lager für eine Gruppe von Bergsteigern aus der nördlichen Mondseeregion. Als das Lager wuchs, wurde eine hölzerne Palisade hinzugefügt, um Angreifer abzuschrecken. Später kam die Steinburg von Kerkonig hinzu. Leider waren weder die Palisade noch die Burg von Erfolg gekrönt. Beide fielen Orks zum Opfer, bevor sie zur Ruine wurden. Das heutige Kerkonig besteht aus terrassenförmig angelegten Häuserreihen, die sich wie die Ränge eines Amphitheaters vom Ufer des Dinnescher-Sees abheben. Der Hafen ist zugefroren, seine Docks schief und gebrochen durch das sich verschiebende Eis. Unter dem Schnee an den Hängen oberhalb der letzten Häuserreihe sind die Ruinen des Cair begraben, das der Stadt ihren Namen gab. Eine Erinnerung an die Menschen von Kerkonig, dass in dieser Ecke der Welt nichts von Dauer ist. Ich teile euch mal die Map von Kerkonig. So. Ja, und ihr kommt jetzt im Prinzip direkt an dieser Ruine vorbei. Und kommt dadurch in diese Stadt. Und ihr habt dann direkt auf der linken Seite das Haus des Sprechers. Und eure Schuhe, also ihr seid von den Axtschnäbeln abgestiegen, als ihr in die Stadt geritten seid. Es ist noch relativ früh am Morgen, ihr seid früh aufgebrochen. Und die Sonne geht gerade auf, also es wird gerade ein wenig heller. Ja. Sollten wir direkt einmal beim Sprecher vorbei? Ja, wir kommen ja direkt auf der Straße an, oder? Ja, dann lasst uns das machen. Ja, ihr geht zu der Tür des Sprechers und klopft dort an und es scheint niemand da zu sein. Ihr wartet 1 Minute oder auch 2, aber es öffnet euch niemand. Ach, was ist das mit den Sprechern hier in der Gegend? Das ist ja... Das ist ein Fluch! Läuft da irgendwo rum? Irgendein Bürger? Ihr lauft, also ihr seht da jemanden rumlaufen, ja. Peter. Als ihr Heda ruft, bewegt sich plötzlich unter einem großen, also da ist so, ihr habt gedacht, das wäre irgendwie ein Schneehaufen oder sowas, aber da bewegt sich irgendetwas drunter. Die Stadt liegt ruhig am Fuße von Kelvins Cairn. Ein paar zusammengerollte Menschen schlurfen zwischen schneebedeckten Häusern umher, halten ihre Köpfe gesenkt und machen sich kaum die Mühe, euch einen Blick zuzuwerfen, wenn ihr an ihnen vorbeigeht. Ein Schneehaufen rührt sich, als ihr an ihm vorbeigeht. Und jemand, der darunter verborgen ist, steht plötzlich auf. Die Gestalt schaut sich um und schreit: Wer geht da? Sind es die Diebe? Habe ich diese schleichenden Bastarde gefunden? Als er den Schal, der sein Gesicht verdeckt, herunterzieht, seht ihr, dass es ein silberner Drachengeborener ist, der eine leere Weinflasche festhält, als wäre sie eine Waffe. Er rülpst, grinst euch an und sagt: Verzeiht meine Manieren, ich bin ein bisschen nervös wegen des ganzen Diebstahls, der hier vor sich geht. Ich bin Trovus, willkommen, Stadtsprecher.
Oh. Bei euch habe ich hier noch nie gesehen. Wer seid ihr? Ja, wer seid ihr? Unter dem Schnee verkrochen? Ich habe mich nicht unter Schnee verkrochen. Bin eingeschlafen. Scheint, glaube ich. Weiß es nicht mehr. So. Wir waren halt auf Patrouille. Jeden Abend. Plätzchen. Ich nehme mal an, da er Drachengeborener ist. Und Silber hast du gesagt, oder? Ja. Ist er wahrscheinlich gegen die Kälte immun. Oh ja, das bin ich wohl. Okay. Aber was macht... Ich habe euch noch nie gesehen. Was macht ihr hier in Kerf? Ja, Dingsbums. Ja, sieht er so aus, als ob der lesen, als ob der jetzt fähig ist zu lesen, dass er lesen kann, glaube ich, gerne, aber kann der jetzt lesen oder sollen wir lieber warten? Schlecht einschätzen. Aber er läuft euch ja auch nicht weg. Vielleicht begleiten wir ihn erstmal nach Hause und... Ja, wir sind Abenteurer und hier mein unser Begleiter, der Nicoli Dulac. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kälte, die ewige Dunkelheit hier aus dem Tal zu vertreiben. Nicoli Dulac, vor welchem See kommt ihr denn? Oh, nun ja, eine etwas längere Geschichte. Wir haben da so einen See bei uns hinterm Haus und ich glaube, also wenn wir da mal drüber reden, das wäre dann so, das machen wir mal in Ruhe, würde ich jetzt mal so einfach behaupten. Gute Idee. Dann machen wir das. Ich sprach von Diebstählen. Was wird denn hier gestohlen? Können wir ins Haus gehen? Es ist arschkalt. Euch zwar nicht, aber uns. Bei mir gibt's nichts. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht eher zum Nordlicht. Eine Gaststätte. Da kriegen wir auch was zu essen bei den Damen. Und dort wurde auch etwas gestohlen. Sie haben eine Laterne hing dort vor der Tür und die war plötzlich nicht mehr da. Es war eine magische Laterne. Sie konnte rot, grün und blau leuchten. Oh, kennen wir diese Laterne? Hatten wir Klingt die bekannt. Das weiß ich nicht, ob ihr Bekanntschaft mit dieser Laterne. Das war keine Frage an euch. Hattet. Ja, gehen wir da mal hin, auf jeden Fall. Hm? Ja, nun kommt, folgt mir. Wisst ihr, ich bin mittlerweile auch etwas in die Jahre gekommen. War früher auch Abenteurer, genau wie ihr. Der am besten war einmal, da war ich mit diesem Halbling, Regismund unterwegs und da war dieser Halborg und mit einer List haben wir ihn in den Fluss gestoßen und er ist flussabwärts geschwommen oder halb ersoffen und hat uns dabei wilde Flüche hinterher geschrien und das war schon sehr, sehr lustig, dieser Halborg. Ich wüsste gerne... Was waren das denn für Flüche? Ach, du Bastard, du Sohn einer Eidechse, du Eierschlüpfer, irgendwie sowas. Eierschlüpfer. Schlüpferstürmer, irgendwie so. Wisst ihr? Und einmal, das war auch gut, das muss ich euch auch erzählen, da waren wir unterwegs und wir haben eine Gruppe Kobolde getroffen und sie waren in einer unzähligen Übermacht. Aber wisst ihr, was ich denen erzählt habe? Ich habe denen erzählt, ich wäre ein Drache in humanoider Form und diese Idioten haben mich angebetet wie ihren Gott. Und so konnten wir sie überlisten und sie alle nacheinander ausschalten. Diese Nun, das ist ja sehr interessant. Ich glaube, es ist besser, wenn man dabei gewesen ist. Sagt, gibt es eigentlich auch einen Nachfolger für euer Amt? Wenn ich tot bin, mit Sicherheit. Aber solange ich nicht tot bin, bin ich hier der Sprecher. Das heißt, es wird auch zu Lebzeiten kein anderer irgendwie benannt oder so, der euch folgt. Sollte Nein. euch etwas zustoßen. Nein.
Er wird neu gewählt. Hm. Nein, aber kommt weiter. Ja. Und so kommt ihr an dem Nordlicht an. Er öffnet die Tür und bittet euch herein, und als sie ihm passiert, merkt ihr halt auch seinen biergeschwängerten Atem, der aus seinem Mund kommt. Und da drin ist eine junge Frau, die geschmeidig und charmant guckt und euch begrüßt. Ja, guten Abend, wie geht es euch? Kommt herein. Es ist ein wenig kühl draußen. Ja, kommt herein und wärmt euch ein wenig hier am Feuer auf. Das ist eine gute Idee. Nun, Trovus, was ist los? Hast du wieder getrunken gestern Abend? Ach, Ellie, nur ein bisschen. Was ist mit Cori? Wo ist sie? Hier bin ich, Trovus. Da kommt so eine stämmige, mürrische Frau aus der Kammer, die das komplette Gegenteil ihrer Schwester zu sein scheint. Wen hast du denn da mitgebracht, Trovus? Ein paar Abenteurer. Ich wollte ihnen hier meine Geschichten von früher. Langweil sie nicht mit deinen alten Geschichten, Trovus. Setzt euch, wir kommen gleich und bringen euch etwas zu essen und zu trinken. Ihr solltet euch etwas aufwärmen bei dieser Kälte. Die Idee ist, sind da viele Gäste oder ist da nichts los? Nee, da ist relativ wenig los. Wenn ihr jetzt viele Gäste hört, hört ihr die nicht in der Realität. Okay. Und wenn sie uns dann irgendwie was zu essen bringt, würde ich sie mal auf die Dinge, die verschwunden sind, ansprechen. Ja, dann macht das. Sie bringt euch etwas zu essen und stellt es euch hin. Nun, wir haben gehört, hier in Kerkonik verschwinden Dinge. Ja, es wurden Sachen gestohlen, in der Tat. Zum einen unsere Laterne vorne, richtig. Was war das für eine Laterne? Na, es war eine magische Laterne, sie konnte in mehreren Farben leuchten. Das war aber auch das Einzige, was sie konnte. Warum? Aber sie gab unserem Gasthaus hier ihren Namen. Ah, und? Warum, das kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, in einem anderen, von einer Familie wurden ein paar Ziegen gestohlen. Also da war es aus der örtlichen Taverne, ich weiß gar nicht mehr genau. Und irgendjemand wurde auch ein kleiner Sack mit Perlen gestohlen. Ich glaube, das war in einem Laden der Frosenfahr-Expedition. Und Kleinigkeiten, aber es wurden immer nur Spuren entdeckt, die nach Norden führen. Es waren Zwergenspuren und ich weiß nicht, ob vielleicht die Zwergen aus dem Zwergental keine Ressourcen mehr zur Verfügung haben, dass sie angefangen haben zu stehlen. Es könnte sich ja wahrscheinlich auch um Dürger handeln, oder? Dürger? Warum sollten die Bewohner des Unterreichs hier sein? Das glaube ich nicht. Wann wurden diese Zwergenspuren gefunden? Sie wurden immer gefunden, wenn etwas gestohlen wurde, meist morgens, wenn der Schnee noch nicht verweht war. Aha. Sie führen in Richtung Kelvins Kern, aber enden dann irgendwann im Nichts, weil der Wind alles verwischt hat. Nun, ihr solltet wissen, dass, dass eurer Nachbargemeinde Kerdineval, dass dort eben Dürger ihr Unwesen treiben. In Kerdineval treiben Dürger ihr Unwesen? Ja. Nun, es würde mich nicht wundern, wenn sie auch hier vorbeikommen und irgendwie Unfug und andere Dinge anstellen. Nun, aber was haben diese Dürger denn dort vorgehabt in Kerdineval? Ah, das weiß ich nicht. Ha, sie waren schneller tot und gefragt haben wir nicht. Nein, aber ihr sprachet davon, dass der Stadtsprecher in Schwierigkeiten war. Was war denn da los? Wie geht's ihm? Mittlerweile besser. Er ist wieder auf seinem Posten. Kommt mal her. Er kommt so zu euch. Macht mal den Kopf nach hinten, Kindchen.
Mit wem sprecht ihr? Ja, ihr Elfe, macht mal den Kopf nach hinten. Warum? Ich möchte in eure Nase sehen. Warum? Ne, damit ich da noch mehr Informationen rausziehen kann. Euch muss man ja alles da rausziehen. So einsilbig, wie ihr antwortet. Ja, wir wissen doch gar nicht, wir kennen euch nicht. Ich bin der Stadtsprecher von Gerkonik. Das heißt, ihr habt doch gerade gesagt, ihr wollt mir Bericht erstatten. Ich habe jetzt gedacht, die Tussi hat uns Hab ich gefragt. Auch. Die Nein, die hat doch gar nicht so eine tiefe Stimme wie ich. Nur wenn die viel raucht. Ja. Und Whisky trinkt. Zum Beispiel. Ja, wir zeigen ihm mal das Empfehlungsschreiben. Ja, das ist ja sehr interessant. Okay. Nun, was macht der alte Stadtsprecher dort? Ich habe ihn lange nicht gesehen. Geht's ihm wieder gut? Geht's ihm besser? Ja, er war gefangen gehalten worden. Ein böser Kult eines Erzdämons hat sich dort eingenistet, aber wir haben den Kult zerschlagen und der Anführer ist geflüchtet nach Norden. Hm. Also wenn ihr einen Mann seht, der... Was hat denn der für eine Farbe gehabt? War der violett? Ein roter Tiefling war das. Ein roter? Ja. Okay. Ja, ein roter Tiefling beschreiben wir halt den Typen. Ich könnte natürlich jetzt auch mal kurz... aber das käme, glaube ich, nicht so gut. Ein roter Tiefling. Nein, der ist hier nicht durchgekommen. Das wüsste ich. Das wäre mir aufgefallen. Fremde fallen hier immer sofort auf. Genauso wie ihr. Er ist der Magie mächtig. Demnach kann es auch sein, dass er irgendwie sich gut tarnen kann. Na, wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten auf einen komischen Kauz. Aber hier in der Burg wird er nicht viel Erfolg haben. Sie ist eine alte Ruine und da steht kaum noch ein Stall auf dem anderen. Ja, aber ich werde mal weiter auf die Räuberjagd gehen. Aber wenn ihr das Kerr Dineval von den Räubern befreit habt oder von den Kultisten, vielleicht könnt ihr ja hier auch euer Glück versuchen und die Gegenstände der Dorfbewohner wieder zurückholen. Es kommt drauf an, was dafür bei uns herausspringen. Na, da kann ich euch nicht viel versprechen. Die meisten haben hier keinen einzigen Heller mehr, aber ihr werdet euch hier viele Freunde machen und das ist manchmal mehr wert als alles Gold der Welt, kann ich euch sagen. Nun, gehabt euch wohl, ich werde mich wieder aufmachen und in den Schnee rausgehen. So klopft er auf den Tisch, steht auf und schiebt die Bank mit einem Rumpeln hinter sich weg und verlässt dann das Nordlicht. Also da müssen mich die Bewohner hier aber irgendwie überzeugen, dass ich die als Informanten, Freunde, Verbündete, wie auch immer, gewinnen möchte. Also wenn ich irgendwann einen Haufen Kontakte habe, aber irgendwie, ich meine bitte, Kerkonik, wo liegt das denn? Hier mitten in so einer Schneewüste an einem zugefrorenen See? Braucht man da wirklich einen Haufen Verbündete? Ich weiß es nicht. Aber Frozen Far Expeditions klingt interessant, als ob die sich hier der Gegend auskennen und vielleicht auch an dem Rand, wo es da dieses, was war es, so ein Strafgefangenenlager und sowas geben sollte, wegen Auril, weißt du? Da haben wir was rausgefunden, dass die auf der Insel ihr Quartier haben soll und so weiter und so fort. Ja. Aber okay. Meint ihr, es lohnt sich jetzt sozusagen hier? Ja, ich verspreche mir da auch nicht so super viel davon, aber jetzt sind wir schon mal hier und reden kostet ja erstmal nichts. Manchmal wird man ja auch Zeit. Außer die Zeit, aber nun gut. Was würden wir denn sonst machen? Nun, es war ein wenig Geld auf die, was waren ja, das? Die Wölfe, ne, ausgesetzt. Die oder? Wölfe von Dugan Hole. Nun, aber wir sind jetzt in entgegengesetzter Richtung und bis wir in Dugan Hole ankommen, Dugans,
Dugans Hole. Da die Zwerge ja scheinbar, oder die Zwergenspuren Richtung Kelvins Kern gingen, würde ich vorschlagen, dass wir uns dort nochmal umsehen. Vielleicht haben sie da ein geheimes Lager oder planen von da ihren Angriff. Und Moment, irgendwas wollte ich gerade sagen. Diese, was hattest du gesagt? Die, also Reise, was war das? Frozen Far Expeditions. Frozen Far Expeditions. Ja, denen sind auch Dinge abhanden gekommen. Wie war das? Ja, ne? Haben sie die Perlen gestohlen, glaube ich. Vielleicht sollten wir dort einmal vorbeigehen und mal schauen, was die so. Ja. Werden wir uns hier ein bisschen aufpassen, was. Ich würde gerne noch mal kurz draußen schauen, ob da, wo die Laterne hing, ob man da irgendwas sieht, ob die, sag ich mal, abgeschraubt, abgebrochen oder ob irgendwelche Spuren da sind, wie die entwendet wurde oder wie die auch vielleicht vorher befestigt war oder so. Ja, du verlässt das Gasthaus und guckst und die schien irgendwie, war das wohl so eine Metallöse, die halt zusammengebogen war. Und die wurde wohl aufgehebelt, vielleicht war sie auch festgeschweißt, man weiß nicht genau, aber die wurde dann aufgehebelt und das Ding entwendet. Es war jetzt aber nicht so, dass die mega krass gesichert war, weil es war jetzt einfach auch nur. Mir ging es jetzt darum, ob das mechanisch irgendwer oder so. Flupp und die Dings ist weg. Aber man sieht schon, dass diese Öse aufgehört. Genau. Brecheisen ja. Oder irgendwas aufgehört. Ja, genau. Ja. Also wir wissen jetzt, dass die Lampe entwendet wurde und Ziegen und Perlen. Und Perlen. Vielleicht sollten wir die anderen Dorfbewohner auch nochmal fragen, was ihnen abhanden gekommen ist. Das waren bestimmt die Männer, die auf Ziegen starren. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Wo wollt ihr hin? Leute befragen, ne? Mhm. Sollen wir zuerst zu den Frozen Far Expedition mal gehen? Ja. Hätte ich auch gesagt. Ja, die Frozen Far Expeditions. Ihr kommt rein und öffnet die Tür. Und ihr kommt in einen Raum, die Tür öffnet sich und ihr tretet ein und seht halt ganz viele Dinge, die man für Expeditionen oder für das Überleben einfach in der Wildnis und der Tundra braucht. Ihr habt Schneeschuhe, es sind dort Pickel zu sehen, also Eispickel und alles Mögliche, was das Abenteurerherz begehrt. Und hinter der Theke steht ein Mensch im fortgeschrittenen Alter, der euch anguckt und eine Frau mittleren Alters, die flitzt auch im Laden rum und verpackt halt irgendwelche Waren und sortiert da was und guckt halt. Als sie sieht, dass die Tür geöffnet wird und ihr hereinkommt, kommt sie zu euch gehüpft und stellt sich als Jasra Farsash vor. Hallo, mein Name ist Jasra. Wie kann ich euch helfen? Was sucht ihr? Nun, Informationen. Informationen? Wozu? Ja, der Stadtsprecher Trobos hat uns gesagt, dass bei euch auch etwas gestohlen wurde. Oh ja, es war ein Säckchen voller Dekorationsperlen. Eigentlich nichts von besonderem Wert. Ich weiß nicht, warum gerade dieses Beutelchen gestohlen wurde. Es waren schwarze Dekorationsperlen. Wartet ihr sie her? Genau. Wir bekommen sie von den Zwergen oben im, im Zwergental. Und waren sie hier herinnen im Haus gelagert oder in einem Abstellraum? Zusätzlich. Ja, nee, sie waren hier im Haus gelagert. Irgendjemand muss hier eingebrochen sein. Und was sind das für Zwerge? Die Zwerge im Tal? Ja. Das sind
ganz normal, es ist eine ganz normale Zwergenfestung dort. Sie haben eine Schmiede, sie fertigen Metallbarren an und bringen diese halt nach Zehnstedt und treiben Handel mit ihnen. Das sind aber keine Dürger? Nein, um Gottes Willen. Normale Schildzwerge. Wurde euch irgendwas gesagt zu diesen Perlen oder sind sie als reine Dekoration verkauft worden? Nein, sie wurden mir als reine Dekoration verkauft. Schwarze, schöne Perlen. Damit ich das jetzt richtig verstehe, der Laden verkauft nur die Ausrüstung. Die machen jetzt, die kannst du nicht als Expeditionsführer hier engagieren, oder? Kannst du ja fragen. Frage ich. Doch, ihr könnt mich auch als Expeditionsführerin anstellen, ja. Okay. In letzter Zeit irgendwelche Expeditionen gemacht? Nein, ich in letzter Zeit nicht. Also schon lange nicht mehr. Wer war bei eurer letzten dabei? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ich glaube, ein Mann namens Sirian. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Also niemand, der irgendwie in Erinnerung geblieben ist? Nein, nein, nein. Es ist auch nichts Aufregendes oder Seltsames passiert. Aber warum fragt ihr? Wollt ihr dem Geheimnis der verschwundenen Waren auf den Grund gehen oder was habt ihr vor? Eventuell, ja. Warum nicht? Ja, nun. Nun, wenn ihr Expeditionsführerin seid, kennt ihr euch ja sicher auch mit Spuren aus. Habt ihr irgendwelche Spuren gefunden, nachdem ihr den Diebstahl bemerkt habt? Ja, man redet ja auch mit den Leuten und hört so dies und das. Und man hört halt, dass es Zwergenspuren gibt, die wohl nach Norden zu Kelvins Kern führen. Das bringt uns ja auch zu der Vermutung, dass vielleicht die Zwerge dort in Not sind und anfangen, irgendwelche Dinge zu stehlen. Ja, aber wenn sie in Not sind, würden sie dann nicht Lebensmittel oder Ähnliches stehlen? Oder ja, fragen? Das stimmt natürlich auch. Das kann ich euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall seltsam. Wie weit ist es zu diesem Zwergenstützpunkt? Boah, bis zum Zwergenstützpunkt seid ihr ungefähr 5 Stunden unterwegs zu Fuß. Nun, wir haben Axtschnäbel, damit sollte es schneller gehen. Damit solltet ihr in 2,5 Stunden dort sein. Ja, wenn Sie so freundlich wären, wir haben hier so eine schöne Minimap für Sie vorbereitet, da könnten Sie uns einen Pin auf das Lager setzen, wenn das ginge. Ja, das kann ich natürlich gerne tun. Also sie soll es der Tia quasi einfach erklären, wo sie ist ja die Führerin, was das da angeht, im Eisventil, und dann wird die das wohl finden, wenn die ja was auf der Karte markiert oder so. Ja. Und wer hält hier im Dorf Ziegen? Die Leute von der Taverne hatten, glaube ich, Ziegen, die ihnen entwendet wurden. Die Besitzer der Taverne? Ja, ja, genau. Aber die hatten doch gesagt, dass ihnen eine Lampe entwendet wurde. Nein, das ist das Gasthaus Nordblick. Ah. Die Taverne, das ist der Hook, Line & Sinker. Hakenschnur und Senker. Der gehört einem hieß Nordblick, ja? Einem Halbelf. Eglinda Glencore. Das klingt nach einem fähigen Mann. Ja, er hat auf jeden Fall immer viel Bier da. Wie sieht es denn da in der Bucht eigentlich bei denen aus? Ist die auch komplett zugefroren? Die ist komplett zugefroren, ja. Ja, die Fähre fährt schon lange nicht mehr. Das macht es etwas schwierig, normale Waren zwischen den Städten umherzuschiffen. Das ist die Frage, wo der sein Bier herkriegt. Oh, verdächtig. Ich frage,
Ja. Nun, okay. Wo er das Bier herbekommt, kann ich euch sagen, sagt der Waldläufer hinten. Er bezahlt mich dafür, dass ich es von den Zwergen kaufe und hier hinbringe. Wer ist er, der Waldläufer? Ja. Er steht in dem Laden ein, oder was? Ja. Dem gehört der Laden. Ach so, das ist dieser ältere Mann. Genau, richtig. Ah, okay. Ja, die Zwerge verkauft. Und wann wart ihr das letzte Mal da und habt Bier gekauft? Das muss nur ungefähr 2 Wochen her sein, glaube ich. Ist das noch ein normaler? Also ich möchte den Rhythmus wissen, wann der halt immer wieder kommt. Ja, ich würde nächste Woche wieder. Ich gehe so alle 13 Tage dorthin. Okay. Ja, also ist bis jetzt noch nichts Ungewöhnliches. Nein, mir ist auch bei den Zwergen nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Ich kann diese Theorie nicht ganz teilen, dass sie stehlen sollen. Ich weiß nicht, was dort vorgeht oder wer das ist, aber ich glaube nicht, dass es die Zwerge sind. Könnten es denn auch Dürger-Spuren sein? Ja, ob ein Dürger in einem Stiefel steckt oder ein Zwerg, das kann man schlecht sagen. Gut, also ist die Möglichkeit vorhanden. Nun, ich würde sagen, wir könnten uns ja mal hier nach einer Unterkunft irgendwie umschauen und dann einmal weitersehen, wie wir das angehen jetzt, oder? Mhm. Wisst ihr, ob es hier Häuser gibt, die an Gäste vermietet werden? Nun, ihr habt bestimmt Erfolg im Nordlicht. Die haben bestimmt ein Zimmer für euch. Aber kein ganzes Haus für uns allein? Nein, das dürfte nicht der Fall sein. Nun gut, dann organisieren wir uns mal eine Unterkunft im Nordlicht, oder? Ja, wir können aber... Wie spät ist es denn? War es schon abends? Nee, ich habe ja gesagt, ihr seid relativ früh losgelaufen. Also es wird jetzt gerade wieder dunkel, ist also früher Nachmittag. Sollen wir dann noch schnell bei dem Halbelfen vorbei? Mhm. Und den auch kurz befragen. Ja, und so kommt ihr in das Hookleinen Zinker. Und ihr öffnet die Tür und Jubelrufe werden laut und prallen euch entgegen. Und direkt neben der Tür steht halt ein Halbelf mit blonden langen Haaren, der euch anlächelt. Oh, Fremde, nehmt euch direkt ein Bier. Und der drückt euch eben direkt ein Bier in der Hand. Los, setzt euch und habt Spaß. Das ist mal ein Willkommen. Das geht auf die Kosten des Hauses. Ja, und die Taverne ist richtig gut gefüllt und voll und die Leute feiern dort und sitzen dort und haben Spaß. Es ist bestimmt mit irgendwelchen Verpflichtungen verbunden. Wer so freizügig hier das Bier ausgibt, der erwartet bestimmt auch etwas im Gegenzug. Da bin ich mir sicher. Bezahlung, irgendeine Arbeit, irgendwie, dass wir ihm dankbar sind und irgendwas machen müssen. Diese Leute, die... Die erste Portion ist immer gratis, locker. Ja, mit irgendwelchen Hintergedanken. So. Ja, probieren wir das Bier. Ja, das schmeckt halt sehr gut. Es ist zwergisches, großartiges Bier und es rinnt euch den Gaumen hinunter und hinterlässt so ein leicht... Erben Geschmack, genau richtig. Und auch nach dieser Pleite in Kakonik schmeckt es halt nochmal besser, weil ihr halt einige Tage kein Bier mehr hattet. Und dann würde ich sagen, cutten wir an dieser Stelle in dieser Taverne und können dann dort nächste Woche wieder angreifen. Jawohl. Ja. Ich bedanke mich bei euch für diese schöne Runde mit diesem langen, langen Kampf, den wir heute hatten, auf jeden Fall. Und bei allen Zuschauern, die zugesehen haben, die neu abonniert haben, die gefollowt haben, das waren heute, glaube ich, einige, waren wirklich einige. Wir haben, glaube ich, mit 67 gestartet, haben jetzt 74, heißt 4, 5, 6, 7 sind, glaube ich, dazugekommen. Richtig, richtig fett. Danke auf jeden Fall dafür, Leute. Danke. Und danke auch für die ganzen Rerolls.
Danke für die Rerolls und die Heiltränke und wir sehen uns Montag dann mit Steffis Abenteuer bei Cthulhu wieder. Bis dahin, alles Gute, eure Schlachtenwüter. Tschüss. Ciao. Ciao. Stellt euch die Baumwollbuchsen. Genau, bestellt euch.